Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Das ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Dass man mit den Problemen, die diese Pandemie uns allen bringt, trotz allem nicht alleine überwältigen muss. Und wir dennoch versuchen, die politische Bildungsarbeit gemeinsam zu gestalten. Es freut mich sehr, dass wir heute mit George Föllbart und Gerd Meyer zwei bekannte Referenten haben, die wir gemeinsam mit Hermann Kopp von Marx-Engels-Stiftung anwerben durften. Aber im Grunde genommen ist ja so, dass sowohl George als auch Gerd zu unserem Inventar gehören, weil sie auch in Hessen verschiedene Veranstaltungen immer wieder mit uns gemeinsam durchgeführt haben. Leider ist es so, dass wir etwas bürokratisch mit der ganzen Anmeldung umgehen mussten. Wir sind alle geimpft und wir hoffen, dass wir alle auch gesund bleiben. Aber wir brauchen uns gegenseitig, um auch für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen, mit Mitteln der politischen Bildung. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch in die Geschichte schaut. Und wenn man bedenkt, dass Leute wie Karl Liebknecht, die eben diesen wichtigen Satz gesagt haben, dass der eigentliche Feind im eigenen Lande steht, und wir öfters vergessen, den Klassencharakter eines kapitalistischen Staates zu hinterfragen, glaube ich, ist es immer wieder wichtig, solche Persönlichkeiten der Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung mal öfters ins Gedächtnis zu rufen. Daher danke ich den beiden, dass sie heute da sind. Und ich werde sofort, ohne große Weiterrede, das Wort an Hermann Kopp geben. Er wird uns durch den heutigen Abend mit seiner Moderation begleiten. Ich denke, es wäre wichtig, weil ja auch George und Gerd, glaube ich, zurückfahren wollen, dass wir gegen 21.30 Uhr das Ende anstreben sollten. Wir bleiben gerne hier. Ja, schön. Und wir werden diese Veranstaltung als Videodokumentation auf unserer Webseite und ich denke mal auch Marx-Engels-Stiftung veröffentlichen. Und heute einen sehr informativen Abend. Danke. Hermann, du hast das Wort. Vielleicht noch dazu, also ich bin von der Marx-Engels-Stiftung mit Sitz in Wuppertal. Einige werden Sie kennen, so ein oder andere sogar Mitglied bei uns, von denen, die heute hier sind. Zum Beispiel auch der George Föllbart, ne, als Referent. Ja, wir haben dieses Thema gewählt, Karl Liebknecht, nun natürlich zunächst mal aus biografischen Gründen. Er wurde am 13. August 1871, also vor 150 Jahren, geboren, wenige Monate nach Rosa Luxemburg, die in öffentlichen Veranstaltungen sehr viel mehr Aufmerksamkeit gefunden hat, als es für Karl Liebknecht gilt, was theoretische Arbeit angeht, vielleicht zu Recht. Was ihre Rolle angeht in der Geschichte, in der aktuellen Geschichte, gar nicht so recht, denn Karl Liebknecht war vor allem in der Zeit nun seit 1910 und vor allem dann nach 1914 wahrscheinlich für die Arbeiterbewegung bedeutender sogar in seiner Rolle als der führende Sozialist, der gegen den Krieg aufgestanden ist, als es bei Rosa Luxemburg gilt. Beide sind nun umgebracht worden am selben Tag, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ne, am 15. Januar 1919. Beide waren damals noch keine 50 Jahre alt, also sehr viel jünger wahrscheinlich als die meisten von denen, die heute hier im Saal sind, wenn ich mich so umschaue. Wir sind immer noch jung, Hermann. Ne? das nur am Rande. Also da hast du diesen Hinweis. Ich habe nun den Vortrag von den beiden schon mal in anderer Gelegenheit im Internet gesehen. Also insofern muss ich auch wahrscheinlich auch nicht sehr viel moderieren, sondern sie wechseln sich ab. Nun in ihrem Vortrag jeweils ergänzen sich. Und deshalb sage ich jetzt auch nicht viel mehr dazu, sondern ich hoffe auf eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, dass wir George Föllbart und Gerd Meyer hier heute haben können. So, und jetzt habt ihr das Wort. Ja, guten Abend. Und ich denke, jetzt soll das Stimme auf, ne? Oder ist das schlecht für die Übertragung? So, das jetzt oder? Alles gut. So ist okay.
Ja, ich denke, auch im Namen von Gerd Mayock können wir uns bedanken dafür, dass wir die Möglichkeit haben, über Karl Liebknecht zu sprechen. Hermann hat ja schon gesagt, er ist stiefmütterlich behandelt. Es hat, glaube ich, in diesem Jahr 2021 kaum eine öffentliche Veranstaltung über ihn gegeben. In der Zeit ist immerhin von Herrn Diekmann ein recht anständiger Artikel über ihn erschienen. Von Jörg habe ich jetzt gehört, dass in Leipzig dann auch eine Ausstellung gemacht wurde. Aber sonst haben wir, glaube ich, eine kleine Monopolstellung. Die Luxemburg-Stiftung und die Max-Engel-Stiftung sind die einzigen öffentlichen Veranstaltungen zu Karl Liebknecht, sind die, die wir jetzt hier machen. Da kann man sich wirklich überlegen, warum ist das so? Er ist ja, als er anfing in seiner politischen Laufbahn, stand er im Schatten seines Vaters, Wilhelm Liebknecht. Aber nach wenigen Jahren hat sich das sehr geändert. Und dann, nach der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht, stand er immer im Schatten von Rosa Luxemburg. Da kann man natürlich fragen, was ist so die Leistung? Das fragt man nicht. Ich frage, was die Aktualität? Natürlich ist die Aktualität des Wirkens von Rosa Luxemburg ihre Analyse des Imperialismus, entstehend aus der Überakkumulation des Kapitals. Das ist die bleibende theoretische Leistung von Rosa Luxemburg. Was ist die bleibende Leistung, die aktuelle Leistung von Karl Liebknecht heute? Das ist der konsequente Kampf gegen den Krieg. Und zwar nicht erst seit dem 2. Dezember 1914 mit seinem Nein im Reichstag, sondern weil er ganz, ganz, ganz früh den Militarismus als die Hauptgefahr für die Menschheit analysiert hat. Und das bleibt, glaube ich, sein aktuelles Erbe und deshalb ist es wichtig, glaube ich, an ihn zu erinnern. Dann sollte man natürlich auch zur Person etwas sagen. Er ist der Sohn von Wilhelm Liebknecht, klar, nicht? Des Mitgründers der deutschen Sozialdemokratie neben Ferdinand Lassalle und August Bebel. Aber er ist eigentlich, wenn man sein Leben betrachtet und sein Wirken betrachtet, das genaue Gegenteil seines Vaters. Karl Marx hat mindestens zweimal, wahrscheinlich mehr, über Wilhelm Liebknecht gelästert, indem er sagte, ja, Wilhelmchen, so redet er schon über ihn, will nichts lernen, will nur lehren. Und Wilhelm Liebknecht hat sich den Schuh auch angezogen. Er sagt, wer Politik macht, kann keine Theorie machen. Mit Büchern habe ich nicht so. Eigentlich habe ich einen Beruf verfehlt. Ich hätte Schulmeister werden sollen. Das ging halt nicht. Dann musste ich halt Politik machen. Das war fast schon ein Irrtum, schrieb er in seinem Alter. Dann hat er den Mittelweg zwischen Politik und Schulmeister gewählt. Er wurde Journalist und der Chefredakteur der Sozialdemokratischen Zeitung. Immer Lautsprecher, immer vorn raus, aber Input wenig. Karl Liebknecht war das genaue Gegenteil. Das werden wir am Beispiel seines Lebens konstruieren. Ein Mensch, der sein Leben lang gelernt und in sich in Materien eingearbeitet hat. Keiner hat sich so in die Innereien des deutschen Imperialismus reingearbeitet wie Wilhelm Liebknecht. Mit einer äußersten, auch intellektuellen Konsequenz, auch mit einer riesigen Denkleistung, über die Gerd Mayer einiges noch erzählen wird. Er war in vielfacher Weise das Produkt seines Vaters, Wilhelm Liebknecht, kommt ja aus Hessen, aus Gießen, war im Grunde ein verkrachter Student, kam aus einer Professorenfamilie, mit Professor wurde es nichts mehr. Und der Wilhelm Liebknecht hatte ein Trauma praktisch, dass er aus einer berühmten Professorenfamilie stammend dann plötzlich im Nichts gelandet ist und er wollte eins sein, soll es mal besser haben, wie so ein Arbeiter. 5 Söhne hatte er und alle mussten was Anständiges lernen. Nicht nur Karl Liebknecht ist da zu nennen, sondern auch sein Bruder Theodor Liebknecht, der ihm als Anwalt den Rücken freigehalten hat. Dann wir alle haben fast tagtäglich zu tun mit einem anderen Liebknecht-Sohn, das ist der aktuellste insofern in seiner aktuellen Tätigkeit, das ist Otto Liebknecht. Otto Liebknecht war einer der 5 Söhne von Karl und Natalie Liebknecht und war Chemiker und er ist der Erfinder von Persil. Persil ist die Abkürzung Perborat-Silikat. Also wenn ihr da mal wieder Wäsche habt und so, ich kaufe jetzt immer nur Persil, immer im Andenken an Otto Liebknecht. Und der Wilhelm Liebknecht, der achtete auch sehr darauf, dass sein Sohn nicht seinen eigenen Weg geht, den Weg des Vaters geht, dass er abhängig von der Partei ist und so, der sollte in der bürgerlichen Gesellschaft sich verankern, was studiert, was macht man damals, Medizin, Naturwissenschaften, schon seltener Jura, also studierte er
Jura und musste sich lange Zeit auch politisch bedeckt halten als junger Mann. August Bebel hat ihn auch mal zur Seite genommen und hat gesagt, Mensch, sieh zu, dass du was Anständiges lernst, damit du nicht von der Partei abhängig wirst. Mit Klammer auf, das hat er nicht so gedacht, nicht gesagt, aber gedacht, nicht wie dein Vater, Klammer zu. Und daran hat er sich dann auch gehalten, hat Jura studiert, das erste Staatsexamen gemacht, das zweite Staatsexamen. Das zweite Staatsexamen zu machen war schon schwierig, weil wegen des Namens seines Vaters er lange Zeit keine Referendariatsstelle bekommen hat. Irgendwo in der Provinz konnte er es dann doch noch machen. Hat dann auch, wurde auch Dr. Jur und dann Anwalt. Und das, als er so weit war, war er dann schon 29 Jahre alt und war 28 Jahre alt und war politisch noch gar nicht hervorgetreten. Das brauchte er auch nicht, denn im Vordergrund stand sowieso sein Vater. Zum ersten Mal hat er sich politisch geäußert mit 28 Jahren. Mit einem Aufsatz, immerhin an prominenter Stelle, nämlich in der Theoriezeitschrift der SPD, der Neuen Zeit, Kommunismus und Frauenwahlkampf in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Also dann doch schon sehr ambitionierter Titel. Ein wichtiges Jahr für ihn ist der Tod des Vaters, August 1900. Das war, der Tod des Vaters war ein großes Ereignis für Berlin. Die größte Beerdigung, die in Berlin je stattgefunden hat, war in diesem August 1900. Von Charlottenburg zog sich ein Zug von 150.000 Menschen von West nach Ost durch ganz Berlin. Das war hat wieder einmal die Arbeiterbewegung ihre Stärke gezeigt. Und da tritt in diesem Jahr kurz danach tritt Karl Liebknecht in die Partei ein und wird sofort aktiv. Im selben Jahr 1900. Und das erste Thema, das er sich greift, ist die China-Intervention. Die Bekämpfung, die Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands und die fürchterliche Rede des Kaisers, die sogenannte Hundenrede. Das ist schon, also das ist ein Eintritt in die Arbeiterbewegung, sofort der Kampf gegen den Krieg, gegen einen imperialistischen Krieg, gegen eine humanitäre Intervention, in dem Fall nicht in Afghanistan, sondern in China. Und er wird dann sofort ein Multiparlamentarier, wie sein Vater auch, der jahrzehntelang im Reichstag saß, aber wieder im Unterschied zu seinem Vater, er macht es ganz gründlich. Sein Vater war im Sächsischen Landtag und dann im Reichstag. Der Sohn wird 1902 Stadtverordneter von Berlin, dann wird er 1908 Mitglied des Preußischen Landtags und dann nimmt er ganz früh den Kampf auf, um einen ganz bestimmten Wahlkreis, einen Reichstagswahlkreis, nämlich den sogenannten Kaiserwahlkreis. Das war Potsdam und Umgebung. Potsdam war sozusagen die offizielle Adresse von Kaiser Wilhelm, da wählte auch der Kaiser. Und da haben natürlich die Konservativen immer den Reichstagsabgeordneten gestellt. Und da tritt Karl Liebknecht an. 1903, 1907, schon beim ersten Antritt ein Achtungserfolg, er unterliegt aber knapp. Und dann Skandal. So 1912 erringt Karl Liebknecht den Kaiserwahlkreis. Also man hat gehört, der Kaiser wollte umziehen, er wollte nicht so einen Wahlkreis weiter seine offizielle Adresse haben, wo ein Sozio nun auch noch ein gewisser Liebknecht hier der Reichstagsabgeordnete war. Also sofort eine steile Karriere, natürlich am Anfang befördert durch den Namen seines Vaters, aber dann ganz, ganz schnell auch durch eigene Leistungen. Vor allem auch durch Leistungen als Anwalt. Er war dann sozusagen ein Star-Anwalt und da hilft der Name seines Vaters gar nichts mehr, da hilft nur noch eigene Arbeit. Wird berühmt durch den sogenannten Königsberger Prozess. Königsberger Prozess wurde geführt gegen Sozialdemokraten, die enge Beziehungen zur russischen Arbeiterbewegung hatten. Wir haben eine ganz schwere Anklage bekommen, hätte Zuchthaus draufstehen müssen. Er hat aber so exzellent verteidigt, und zwar nicht nur verteidigt, sondern auch angegriffen den Zarismus, also Zarismus angegriffen, dass die Angeklagten mit geringen Strafen rausgekommen sind. Da wurde er auch, also wirklich durch seine Anwaltstätigkeit, sehr berühmt und sehr beliebt. In all diesen Auseinandersetzungen, als Parlamentarier, dann durch als Anwalt, in der Auseinandersetzung mit dem Militarismus, arbeitete er sich ein in den inneren Mechanismus des Deutschen Kaiserreichs, in den zutiefst
demokratischen Mechanismus des Deutschen Kaiserreichs und da insbesondere des Kernstaats Preußen. Preußen, der preußische Militarismus ist für ihn der Hauptfeind. Das ist wieder Tradition seines Vaters. Sein Vater war immer ein Anti-Preußer gewesen, viel mehr als Behme und die anderen. Und dann sucht er sich die Exekutive an. Aus was ist der Kern? Das Kern ist Militär. Und das zweite ist die Verwaltung, der preußische Landrat, die preußische Bürokratie. Das analysiert er auch und er sagt, das muss von innen heraus demokratisch aufgebrochen werden. Da ist ganz wichtig eine Rede, die er auf dem Parteitag der preußischen Sozialdemokratie gehalten hat, zur Verwaltungsreform in Preußen, wo er versucht klarzumachen, dass dieser Staat von innen aufgebrochen werden muss. Natürlich ganz zentral das Wahlrecht. In Preußen gibt es kein demokratisches Wahlrecht, es gibt nur das Dreiklassenwahlrecht. Und da ist die Arbeiterbewegung, macht große Demonstrationen 1910 dagegen, aber Liebknecht ist der Experte, der guckt in das Innere der Verwaltung. Nein, ich zitiere aus seiner Rede auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Preußens 1910. Ein demokratisches Wahlrecht ohne Verbindung mit der Demokratisierung der Verwaltung wäre eine Attrappe ohne Inhalt, eine Tonne für den Walfisch. Das demokratische Wahlrecht ist wirkungslos, solange draußen, außerhalb des Parlaments, die Machtverhältnisse nicht verschoben sind. Ein Parlament wird nie und nimmer imstande sein, seinen ersten Willen in ernsten Angelegenheiten gegen die Staatsregierung und ihre außerparlamentarischen Machtmittel durchzusetzen, solange die Verwaltung keine demokratische ist. Deshalb ist der Kampf um die demokratische Verwaltung das Herz und Hauptstück des Wahlrechtskampfs. Wahlrechtskampf. Wahlrechtskampf führte damals die ganze Arbeiterbewegung gegen das Dreiklassenwahlrecht. Er geht aber ein Stück tiefer und sagt, was hilft euch das allgemeine Wahlrecht, wenn immer nur noch die Landräte nicht von unten gewählt werden, wie heute im demokratischen Hessen, sondern vom König eingesetzt werden, vom Innenminister. Wenn die Verwaltung autokratisch bleibt, dann ist das Wahlrecht, das auch selbst das demokratische Wahlrecht, nur eine Fassade und da blickt er tiefer als die gesamte Partei, weil er der Mann war, der wirklich, wie gesagt, ins Innere des Machtmechanismus eingreift. Und dann macht er auch Vorschläge für eine Verwaltungsreform. Ich lese nochmal vor. Die Gesetzlichkeit ist in Preußen nur eine dünne Moosdecke, die über dem tiefen Polizeisumpf ausgebreitet ist. Das klassenbewusste preußische Proletariat ist weit entfernt davon, der preußischen Wirtschaft auch nur das geringste Vertrauen zu schenken. Es erblickt im preußischen Staat und in der preußischen Verwaltung seinen Erzfeind, den es mit allen Machtmitteln zu bekämpfen gilt, rücksichtslos und ohne allzu große Ängstlichkeit. Und dann stellt er Forderungen auf. Trennung von Staat und Kirche. Wird uns wahrscheinlich heute nicht mehr so begeistern, aber damals war ja der preußische König zugleich auch der Landesbischof, der oberste Landesbischof von Preußen. Das Bündnis von Thron und Altar. Zweitens, Neugestaltung der Ministerien nach den sozialen und kulturellen Belangen des deutschen Volkes und mit einem von der Sozialdemokratie schon oftmals geforderten Ministerverantwortlichkeitsgesetz. Drittens, demokratisches Wahlrecht für die Volksvertretungen auf allen Ebenen von deren Deputationen und Kammern. Das heißt nicht der Reichstag, Reichstag haben wir allgemeines Wahlrecht, nicht nur in Preußen, sondern auch in den Kommunen. Den Kommunen galt auch das Dreiklassenwahlrecht. Wählbarkeit der leitenden Beamten der Kreis-, Provinz- und Zentralbehörden durch die Einwohner des jeweiligen Distrikts, aller übrigen Beamten durch die zuständigen Volksvertretungen, Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der Beamten gegenüber dem Parlament. Fünftens, Beseitigung des Rechts der Verwaltungsbehörden auf Requirierung von Militär, des Rechts der Krone auf Verhängung des Belagerungszustandes. Immer wenn unter dem Sozialistengesetz die Sozialdemokraten mal besonders aktiv waren in einer Stadt, zum Beispiel Leipzig, in der Stadt, in der er geboren wurde, wurde der kleine Belagerungszustand verhängt und sie wurden ausgewiesen. Auch, also die führenden Funktionäre, auch Liebknecht und Bebel. Sechstens, Volkswehr anstelle des stehenden Heeres nach einem besonders auszuarbeitenden Militärprogramm. Keine Wehrpflicht, auch kein stehendes Heer, sondern Milizsystem, vielleicht nach dem Vorbild der Schweiz. Dezentralisierung der Partei und Abschaffung der politischen wie der Geheimpolizei. Abschaffung der politischen Polizei. Das würde bedeuten Abschaffung des Verfassungsschutzes heute. Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, Kreise, Provinzen, demokratische Justiz, Unabhängigkeit und Wählbarkeit der Richter. Wählbarkeit der Richter mit ausschließlicher Verantwortlichkeit vor dem Gesetz. Einwandfreie Behandlung der Gefangenen in sozialer, hygienischer und geistiger Hinsicht.
Weltlichkeit der Schule, Aufhebung aller Sondergesetze und Sondermaßnahmen gegen die nationalen Minderheiten, uneingeschränkte Versammlungs- und Pressefreiheit und ein demokratisches Fremdenrecht, Aufhebung der Gemeindeordnung, Förderung des genossenschaftlichen Zusammenschlusses der kleinen Landwirte, staatliche Arbeits- und Arbeitslosen- und Armenfürsorge, gab es damals noch nicht, gesetzliche Regelung des Gesundheitswesens, wirksame Bekämpfung der Volkskrankheiten, wirksame Bekämpfung der Volkskrankheiten. Man sieht, hat da viele Dinge gefordert, die es damals noch nicht gab, die teilweise heute erfüllt sind, zum Teil immer noch nicht. Im Grunde geht es eben darum, an vielen Stellschrauben diesen preußischen Staat eigentlich abzubauen. Das war die Art, die Sozialdemokratie hat immer die demokratische Republik gefordert, durfte es aber nie öffentlich aussprechen. Wenn die SPD gesagt hätte, wir fordern die demokratische Republik, würde sie sofort unter Hochverratsanklage gestellt werden. Er umgeht das, indem er ganz viele kleine Einzelpunkte bringt und als Mensch, der die Details kennt, im Unterschied eigentlich zu allen anderen, zeigt, wie man es eigentlich machen kann, um diesen Staat ins Wanken zu bringen. Also ein außerordentlich präzise arbeitender, aktivistischer Mann. Und er entdeckt einen zweiten Hebel der damaligen Zeit, wie man insbesondere gegen den Preußen Militarismus vorzugehen hatte. Das ist die Arbeit mit der Jugend. Seit 1906 haben wir in Deutschland hier eine breite Jugendbewegung, der Wandervogel, Steglitzer Gymnasium 1906. Da wacht sich die bürgerliche Jugend auf gegen den Muff der Eltern und es wird eine breite bürgerliche Bewegung, die dann den üblichen Weg geht. Nach 1918 spaltet sie sich rechts und links, aber ihre Tracht, die Kluft, übernimmt dann die HJ und auf der anderen Seite die FDJ, also eine breite Jugendbewegung. Das geht an der Sozialdemokratie zunächst vorbei. Die waren alle schon ein bisschen älter, Bebel ist dann 60 und die andere so Anfang 40 und mit der Jugend haben die eigentlich nichts zu tun. Karl Liebknecht ist einer der Gründer der sozialistischen Arbeiterbewegung. Er und ein badischer Anwalt Ludwig Frank. Und er stößt damit auf eine Mauer in der Sozialdemokratie. Immer wieder tritt auf den Parteitagen auf, sagt er, die Jugend, wir müssen die Jugend organisieren und nicht wir müssen die Jugend organisieren, die Jugend muss sich selbst organisieren. Wir brauchen einen unabhängigen sozialistischen Jugendverband innerhalb des Rahmens der Sozialdemokratie. Und was ist die Hauptaufgabe dieses Jugendverbands? Den männlichen Teil der Jugend vorzubereiten auf den Wehrdienst. Und sobald die zum Wehrdienst einberufen sind, wird ihnen das Rückgrat gebrochen. Und da müssen wir sie stark machen vorher. Sie müssen sich organisieren. Im Heer können wir nicht gegen den Militarismus agitieren. Das geht nicht. Wird sofort unter Kriegsrecht gestellt. Aber vorher, die müssen als Antimilitaristen, und den Wehrdienst können sie nicht drücken, das können sie sich nicht drücken, es gibt kein Kriegsdienstverweigerungsrecht. Liebknecht selbst hat auch Wehrdienst geleistet, übrigens, hat Wehrdienst geleistet, obwohl das nicht hätte müssen, weil die Akademiker, die Affen gemacht haben, mussten nicht zum Militär, das waren die Freiwilligen. Er ist also nicht Kriegsfreiwilliger geworden, aber war Zeitfreiwilliger, das sind Leute, das sogenannte Einjährige. Diejenigen, die das Abitur gemacht haben, mussten nicht zum Militär, aber sie gingen alle zum Militär, weil wenn man nicht beim Militär war, wenn man nicht gedient hatte, bekam man keinen Job im Staatsdienst. Alle, die, wenn sie noch so kurzsichtig waren und noch so oberhändig, alle haben sich gedrängelt, die Akademiker, sie mussten unbedingt Reserveoffizier werden. Liebknecht wollte nicht Reserveoffizier werden, aber um Jurist, um Referendar, um Anwalt werden zu können, musste er erstmal Beamter werden für ein paar Jahre als Referendar. Und du konntest nicht Referendar werden, wenn du nicht gedient hattest. Also hat er gedient und kannte auch da den preußischen Militarismus von innen. Er wusste, wie es da zugeht und er wusste, was das ist, diese Soldatenschinderei. Er wusste, was das mit Menschen macht und er sagte, wir müssen die stark machen. Da brauchen wir eine selbstständige Jugendbewegung und zwar mit einem antimilitaristischen Programm. Und er regt einen furchtbaren Aufruhr. Noske ist natürlich entsetzt, furchtbar. Südekum, einer der rechtesten der Rechten. Und auf den Parteitagen, wenn die Parteitage... Protokolle liest, der damaligen Zeit kann es einem richtig schlecht werden, wenn man sieht, wie dieser junge Liebknecht gegen Mauern rennt. Auch August Bebel, Gottes Willen, nur das nicht, weil die alle furchtbar die Hosen voll hatten, dass er ein neues Sozialistengesetz kriegt. Er war ein ganz einsamer Kämpfer, der Organisator einer sozialistischen Jugendbewegung, dann sogar auf internationaler Ebene. Das war seine Arbeit, schon bevor er so in das Rampenlicht tritt, der Reichstagsagitation, solche Dinge. Und er
Sein Kampf gegen den Militarismus und sein Kampf für eine antimilitaristische Jugendbewegung schlägt sich dann auch nieder in einer theoretischen Schrift, über die der Gerd jetzt referieren wird, die ihm dann auch schon die erste Freiheitsstrafe anbringt. Wir greifen nochmal den biografischen Faden auf. Das Jahr 1900 ist für Karl Liebknecht eine Zäsur. Er hat jetzt schon promoviert, er hat sein zweites Examen gemacht, sein Assessorexamen. Er tritt bei seinem Bruder als Rechtsanwalt in die Kanzlei ein. Dann stirbt plötzlich sein Vater Wilhelm Liebknecht, kurz nachdem er noch auch seinerseits eine Rede gegen die deutsche und internationale Intervention in China gehalten hat. Das war im Sommer 1900. Kurz danach stirbt er, wird dann in diesem grandiosen Leichenbegräbnis dann durch Berlin getragen. 1900, das ist auch das Jahr seiner Heirat. Karl Liebknecht heiratet Julia Paradies. Dann tritt er im August 1900 in die SPD ein. Ja, SPD ist damals noch keine gewaltige Partei, etwa 100.000 Mitglieder im Reich und 20.000 Mitglieder davon in Berlin. Sofort beginnt es eine politische Aktivität und knüpft daran an, wo sein Vater aufgehört hat, nämlich Kritik der deutschen und imperialistischen Intervention gegen China. Das sind gleich seine ersten Reden. Damals hat man noch nicht den Begriff Imperialismus gehabt, man hat gesagt Weltpolitik oder Weltmachtpolitik. Und der neue Reichskanzler Bülow hat davon immer geredet. Liebknecht ist genauso alt wie das Deutsche Kaiserreich, also ist geboren 1871. Und dann kriegt Liebknecht im Verlauf seiner Jugend und seines Erwachsenwerdens alles mit, was denn das Deutsche Reich ausgemacht hat. Das hat sich allmählich zu einem Militärstaat entwickelt, also überall Kasernenbau, Paraden, Kaiserkult, neue Waffen, eine neue Flotte unter dem Admiral Tirpitz wurde aufgebaut, Kolonien waren schon unter Bismarck dann angeschafft oder erobert worden. Die ersten Gerüchte über koloniale Gräuel kamen auch schon in das Reich. Können Sie das heute sagen? Nee, ich kann das nicht halten. Nicht. Ich stelle das hier hin, so geht es wahrscheinlich. Das hat er alles mitbekommen, dass er groß geworden ist in einem militarisierten Staat. Das Problem war auch nicht nur, dass der Militarismus von oben kam, der hat auch irgendwelche Wurzeln gehabt. Es gab also eine Massenbewegung, die wurde natürlich von oben induziert, aber traf auf bereitwillige Rekruten, das gab den Alldeutschen Verband, es gab den Flottenverein, die diversen Kriegervereine, Kolonialvereine, Turnvereine. Ja, die sahen zwar manchmal ganz friedlich aus, aber im Grunde waren es oft jetzt in der bürgerlichen Richtung auch Rekrutenvereine für das Militär. Dann der Kult um den Krieg, um die Uniformen, die ganzen Kriegerdenkmäler. Wir kommen aus Marburg, da ist die ganze Stadt immer noch vollgestopft mit Kriegerdenkmälern aus jener Zeit. Wir haben nur zwei Antikriegsdenkmäler, aber mindestens 15 bis 20 Kriegerdenkmäler. Das war die Atmosphäre dieser Zeit, gegen die dann der Liebknecht sofort, der Karl Liebknecht sofort aufgetreten ist in seinen ersten Reden im Rahmen der Sozialdemokratischen Partei. Jetzt hätte man meinen können, dass die SPD das als in das Zentrum reinrückt, diese antimilitaristische Agitation und politische Arbeit. Das stimmt wohl eher nicht. Es gibt dann auf dem Parteitag 1904 in Bremen eine Resolution von Karl Liebknecht. Der Militarismus stellt die höchste Konzentration der brutalen Gewalt des Kapitalismus dar. Und besonders wichtig sei die Agitation unter der Jugend, die ja als erste in den Krieg reingetrieben werden soll. Diese Resolution von Karl Liebknecht ist aber dann gleich abgeschmettert worden, ebenso auf den nächsten Parteitagen. Jena 1905 und Mannheim 1906 gibt jeweils eine Fronde gegen diesen Liebknechtschen Ansatz.
Und das waren damals sehr laute und sehr einflussreiche Leute. Einige haben wir schon gehört, einige Namen. Eduard David, Gustav Noske, Südekum, Georg von Vollmar, Molkenbuhr. Natürlich waren noch einige wenige, die sich hinter Liebknecht gestellt haben. Ledeburg, Lara Zetkin, auch Rosa Luxemburg, obwohl beide jetzt miteinander noch keinen engeren Kontakt hatten. Das ist interessant, dass Rosa Luxemburg erst sich auch persönlich annähert an Karl Liebknecht dann 1914. Früher sind die eher getrennt marschiert, so ist mein Eindruck. August Bebel, haben wir auch schon gehört, polemisiert manchmal sehr heftig gegen den Karl Liebknecht. Es ist die große Angst, dass die Partei sich da verrennen würde in dieser antimilitaristischen Arbeit. Die sei ja eigentlich schon aufgehoben im Antikapitalismus. Wenn wir einen Sozialismus haben, sagt Bebel, dann gibt es auch keinen Militarismus mehr. Da braucht man keine separate Agitation führen. Und außerdem hat der älteren Generation noch das Sozialistengesetz in den Knochen gesteckt. Es gab ja 12 Jahre faktische Illegalität und man wollte auf jeden Fall vermeiden, dass man noch in irgendeine Richtung dort wieder landet. Also eigentlich ist der Karl Liebknecht erstmal wenig erfolgreich mit seiner Agitation. Ein kleiner Lichtschimmer 1906. Es gibt die erste Generalversammlung des Verbandes junger Arbeiter in Deutschland in Mannheim und dort hält er sein Referat, was auch mit Beifall aufgenommen wird, Jugend und Militarismus. Hinzu kamen dann noch internationale Aktivitäten. Es gab einen jungen belgischen Studenten damals in Leipzig, Hendrik de Man, ein belgischer Sozialist, der dann auch international diese Antikriegsarbeit eingeleitet hat. Diese Jugendkonferenz stellt sich dann im Jahr 1907 hinter die Antikriegsresolution des Internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgart. Es gibt ja dort die bekannte gemeinsame Initiative von Lenin, Rosa Luxemburg und Martow, dem Menschewisten aus Russland, zur Verschärfung der Resolution, wie sie Bebel eingebracht hatte. In manchen Biografien steht auch drin, dass im Jahr 1907 der Karl Liebknecht auch den Lenin irgendwie mal gesehen habe auf dieser Konferenz. Genaues weiß man darüber nicht und ist auch irgendwo nichts in den Quellen überliefert. Jetzt gibt es ein internationales Sekretariat von dem Mann Karl Liebknecht und diesem genannten Ludwig Frank. Die machen ein gemeinsames Bulletin. Antikriegsbulletin in deutscher und französischer Sprache. Das war damals eine Sensation in Deutschland, dass man Deutsch und Französisch in einer Zeitschrift schreibt. Die Sprache des Erzfeindes, Frankreich, stand auf einmal in einer Broschüre von deutschen Sozialisten. Karl Liebknecht ist dann 1907 bis 1910 Präsident der Jugendinternationale und Mitglied des Internationalen Jugendsekretariats. In den Folgejahren hat dieses Sekretariat auch viele antimilitaristische Aktivitäten entwickelt. Später haben die sich um den Namen Willy Münzenberg vor allem konzentriert. Aber nicht jeder, der damals mitgemacht hat, blieb bei diesen Antikriegspositionen. Der gehörte Name Ludwig Frank, der ist ein interessanter Mann. Den kann man vergleichen mit Karl Liebknecht. Der kommt aus dem Badischen, geboren 1874, ist auch ein Jurist, in der Jugendbewegung aktiv, ist Rechtsanwalt, ist dann aber zunehmend am revisionistischen Flügel tätig und stimmt auch für die im Badischen Landtag für die Budgetvorlagen, hält noch ab und zu Reden auf den Parteitagen als Vertreter der Jugend. Aber im Jahr 1914 tritt er sofort auf die Kriegsseite über. Er sagt, Deutschland ist bedroht, wir müssen das Reich verteidigen. Wenn wir das Reich reformieren wollen, etwa eintreten wollen gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht, dann müssen wir es jetzt im Krieg auch schützen. Er ist inzwischen an die 40 Jahre, meldet sich an die Front, dieser Doktor Ludwig Frank wird sofort eingezogen in seiner ersten Schlacht in Lothringen am 3. September 1914.
kriegt er eine Kugel in den Kopf, ist sofort gefallen, ohne selber einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Also nicht jeder in der Antikriegsbewegung des frühen Jahrhunderts, also der Jahre 1906, 7, 8, ist dann 1914 dabei geblieben. Liebknecht schreibt dann diese Broschüre über die Antikriegsagitation. Das wurde dann in einem Hochverratsprozess angezeigt. Sogar der Kriegsminister selber, der heißt Karl von Einem, hat sich persönlich eingeschaltet. Anklagevorbereitung zum Hochverrat. Es wird ein Verfahren eröffnet 1907 in Leipzig vor dem Reichsgericht. Demselben Gericht, wo 35 Jahre vorher sein Vater Wilhelm Liebknecht gemeinsam mit August Bebel auch gestanden haben. Die hatten ja gegen den deutsch-französischen Krieg gestimmt, 1870-71, und waren dort zu einer Festungshaft verurteilt worden. 35 Jahre später steht der Karl Liebknecht vor diesem Gericht. Als erstes erfolgt sein Antrag, seine Schrift über den Antimilitarismus ins Protokoll aufzunehmen. Und der Richter sagt, ja, machen wir. Und dann wird das vorgelesen, das dauert 2-3 Tage lang, das ist eine dicke Broschüre, der Stenograf schreibt alles mit, das sind insofern dann offizielle Gerichtsakten geworden, die auch legal verbreitet werden konnten. Das Gericht tagt ja öffentlich. Und sofort haben alle sozialdemokratischen Zeitungen am nächsten Tag die ganzen Reden und die Statements von dem Karl Liebknecht in der ganzen Welt verbreitet. Da ist Liebknecht eigentlich bekannt geworden als der Mann, der gegen den Krieg und den Militarismus aufstand. Er hält dann noch eine fulminante Verteidigungsrede. Er tritt ein für Abrüstung, für internationale Verständigung. Es gibt keinen Erzfeind namens Frankreich, sagt er. Wir wollen kein Heer haben, weder nach außen noch nach innen. Er sagt also ganz klar, das Heer, die ganze Armee, der ganze Militarismus hat auch eine Binnenfunktion, eine Innenfunktion. Wir wollen haben ein Volksheer statt eines stehenden Heeres. Und die Frage von Krieg und Frieden soll nicht mehr durch Geheimdiplomatie eingefädelt werden, sondern darüber soll das Volk abstimmen und das Volk tritt für den Frieden ein. Urteil am 12. Oktober 1907, Festungshaft von 1,5 Jahren. Der Liebknecht muss auch gleich die Kosten des Verfahrens bezahlen. Es gab große Solidaritätskundgebungen für den jetzt bekannten Karl Liebknecht. Große Antikriegskundgebungen. In Berlin waren das viele tausend Menschen, die auf der Straße waren. Hingegen haben die bürgerlichen Parteien im Reichstag natürlich das Urteil akklamiert. Liebknecht tritt dann im Oktober seine Haftstrafe an in der Festung Glatz in Schlesien, wird dort relativ in Ruhe gelassen, hat sogar zweimal Ausgang in der Woche in die Stadt. Was er treibt, sind dann philosophische Studien. Er frisst alle philosophische Literatur, die er bekommen kann, isst er auf. Er liest die Klassiker des Materialismus, er liest Darwin, vielleicht weniger Marx und Engels. Aber die ganzen Diskussionen seiner Zeit, die werden von ihm rezipiert. Er hat eine riesige Zettelkästen angefertigt. Er wollte ein großes Buch schreiben, Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung. Er war also nicht nur im Parlament aktiv, wie wir gehört haben, nicht nur auf der Straße als Agitator gegen den Krieg und Militarismus, er hat auch ausgeprägte philosophische Interesse. Entlassen wird er dann 1909, ist dann heilfroh, dass er wieder raus war, steht aber dann auf einmal vor dem finanziellen Ruin, weil er jahrelang keine Einnahmen hatte als Rechtsanwalt. Und inzwischen gab es ja auch ein anderes großes internationales Ereignis, was er solidarisch begleitet hat, nämlich in Russland die Revolution von 1905. Und in Berlin gab es zahlreiche Revolutionäre, die auf der Durchreise waren, die in Not geraten waren. Liebknecht macht große Solidaritäts-
Spendenaktionen, nimmt sie aber einen großen Kredit auf von 6.000 Mark, Reichsmark, Goldmark, und muss dann jetzt, nachdem er entlassen worden ist aus der Haft, diese Schuld wieder zurückzahlen. Also persönlich ein sehr eindrucksvoller Mann, der solidarisch mit den russischen Revolutionären in Kontakt stand. Noch ein kleiner Punkt, 1912. Jetzt sitzt er schon im Reichstag, dieser Karl Liebknecht, ist da gewählt worden im Potsdamer Wahlkreis. Und eines Tages bringt seine Sekretärin ein Konvolut von Kopien, von Abschriften in seinen Schreibtisch, legt es auf seinen Schreibtisch, ist ein anonymes Schreiben. Heute wissen wir, das war ein ehemaliger Direktor oder führender Mann von Friedrich Krupp, der Rüstungsfirma Friedrich Krupp in Essen. Dieser anonyme Autor sagt, es gibt viele geheime Informationen darüber, dass die Firma Krupp in Berlin ein Büro unterhält, was engsten Kontakt mit den staatlichen Rüstungsfirmen hat und die ausspioniert. Wird also gefragt nach der Auftragslage, nach den Preisen, nach den Kosten, nach den Militärstrategien, wie weit sind die anderen Konkurrenten. Das liegt dann bei Liebknecht auf dem Tisch. Er vertieft dann diese Studien, sieht dann, dass die Fäden auch ganz woanders hingehen. Auf einmal sind Großbanken, damals schon die Deutsche Bank, dort involviert, andere Rüstungsbetriebe, Siemens und Schuckert, Dynamitmodell, Borsig und so weiter und so fort. Die ersten Adressen der Rüstungskonzerne sind miteinander verbandelt, verbunden, bilden dann auch interne Netzwerke aus, haben Kontakt auch zum Ausland, zu entsprechenden englischen und französischen Stellen und bereiten eigentlich international eine Hochrüstung und einen Krieg vor. So ist Liebknechts Eindruck. Er informiert darüber die Öffentlichkeit. Liebknecht nennt diese neue Internationale, die er entdeckt hat, die Kanoneninternationale. Es gibt dann Demonstrationen, er bringt es auch in die Parteidiskussionen rein, es gibt öffentliche Diskussionen zu dem Thema, Protestkundgebungen. Liebknecht hält Kontakt zu englischen und französischen Autoren, die in derselben Richtung arbeiten. In England ist das Walter Newbold, der hat eine kleine Broschüre geschrieben, The War Trust Exposed, die Kriegsindustrie, die entlarvt worden ist. Sein französischer Kollege war André Morizet, ein Mann der Humanité, ein Antimilitarist in Frankreich. Die haben dann gemeinsam eine Broschüre angefangen, die heißt Die Internationale der Rüstungsindustrie. Das wurde auch in Vorträgen dann verbreitet, das ist ein internationales Netzwerk, ein Geflecht von Rüstungskonzernen, die verbunden waren mit staatlichen Stellen, mit Banken, mit Versicherungen, mit Forschungseinrichtungen, heute würden wir sagen auch mit Thinktanks, mit der Presse. Diese Rüstungsfirmen haben auch eigenen Einfluss gehabt in der Presse, haben eigene Agenten dort unterhalten. Und Liebknecht ist also ein Mann, der versucht, diese Rüstungsindustrie in ihren internationalen Dimensionen zu entlarven. Ich darf ein Zitat bringen, das er genannt hat. Aus diesem unvollendeten Manuskript, die Internationale der Rüstungsindustrie. Die Waffen- und Munitionsfabriken und ihr Anhang in Deutschland sind mit österreichischen, belgischen, französischen und russischen Firmen zusammengeschlossen. Sie haben den ganzen Erdball in Interessenssphären zur Exploitation unter sich verteilt. Wie sonst die Ausnutzung von Bodenschätzen Gegenstand von kapitalistischen Abmachungen ist, so hier die Ausbeutung des Völkerhasses, der kriegerischen Gefahren und Möglichkeiten, der Möglichkeit, den Völkermord und seine Vorbereitung in Gold auszumünzen. Sie garantieren sich gegenseitig das Recht auf diese Ausbeutung, die Möglichkeit in der jeweiligen Interessenssphäre
den Krieg und seine Vorbereitungen in Entreprise zu nehmen und unterstützen einander, auf dass der Weizen der Rüstungsindustrie immer weiter blühe und Früchte trage. Diese Räubergesellschaft ist eben international, wie die Räubermoral. Sie ist einfach eine Eigenschaft der hochkapitalistischen, imperialistischen Weiterentwicklung. Also klare Worte, die aber auch auf die Straße getragen werden. Es gibt in Berlin im Jahre 1912, 13, ja bis in den Sommer 14 hinein Protestkundgebungen, auf denen Karl Liebknecht spricht. Er macht auch Vortragsreisen in Frankreich, Belgien, Niederlande, in Nordfrankreich am 14. Juli 1914, also mitten in der Juli-Krise, hält dort eine große Rede. Die Quellen sagen, da seien an die 20.000 französische Arbeiter da gewesen. Die protestieren gegen die Kriegsgefahr, gegen den Chauvinismus, gegen die Rüstungsinternationale, und der Karl Liebknecht bekommt da wohl viel Beifall. Vive Liebknecht, vive l'Allemagne, à bas la guerre, contre les trois ans, gegen die drei Jahre, auf die der französische Staat seine Untertanen in den Kriegsdienst treiben wollte. Und diese ganzen Aktionen des Liebknechts stoßen auf internationale positive Resonanz. Das geht ja noch ein bisschen in die bürgerliche Friedensbewegung. Bertha von Suttner schreibt damals im Sommer 14, Ende 13 schon in ganz wohlwollenden Worten über diesen Karl Liebknecht, der im Parlament, auch mitten im Reichstag und auch im preußischen Abgeordnetenhaus seine Position vertritt und die auch der durchficht und sagt, es ist ein drohender Krieg durch die Rüstungsinternationale im Gange, der wird gemacht. Das sind keine Schlafwandler, die dort hier rumtaumeln in ihren Schlafröcken, sondern der Krieg wird gemacht von einer Rüstungsinternationale. Und das soll auch im internationalen Kontext dann verbreitet werden. Heute würden wir sagen, der Karl Liebknecht hat den industriell-militärischen Komplex entdeckt und erforscht, als einer der Ersten, die Verbindung von Staatsmacht, Militärkonzernen, internationaler Presse, Geheimdiensten, Thinktanks, Banken. Das ist dann die drohende Gefahr, die er sah. Wenn diese aktiv würde, dann wäre der Krieg da. Nur nach seiner Reise nach Frankreich war er eigentlich im Mitte Juli 14 noch relativ optimistisch, weil es große Antikriegsbewegungen gegeben hat. Nicht nur im Deutschen Reich, sondern ebenso, wie er gesehen hat, auch in Frankreich, auch in England. Er kehrt eigentlich dann relativ optimistisch, oder sagen wir besser weniger pessimistisch, in das Reich zurück und sieht dann aber sofort, dass die Situation völlig gekippt ist in den nächsten Tagen. Und dann sind wir schon bei einem wichtigen Datum, dem 1. August, dem 3. August, dem 4. August. Und was da eigentlich los war, das erzählt Georg Fülbert. Ich hoffe, dass es jetzt schon ein bisschen gelungen ist, ein anderes Bild von diesem Karl Liebknecht zu zeigen. Einer vor allem, der im Apparat steckt und ihn kennt und dann auch die Hebel erkennt, da war er gar nicht so arg unterschieden von seinem Vater. Also schon mal eine Idee, eine Anklagebroschüre gegen den Militarismus ins Anklagematerial aufnehmen zu lassen, der Staatsanwaltschaft, damit sie öffentlich verlesen wird und die Presse kommt. So war es 35 vorher auch mit dem Kommunistischen Manifest. Das Kommunistische Manifest war natürlich verboten. Jetzt gibt es aber eine Anklage wegen Hochverrat gegen Bebel und Liebknecht und da muss auch das Material ausgebreitet werden. Und da hat die Staatsanwaltschaft auch gesagt, da ist ja das hochverräterische Kommunistische Manifest. Da sagen Bebel und Liebknecht, prima, das muss aber bewiesen werden, muss mal vorgelesen werden. Da wurde auch das Kommunistische Manifest voll vorgelesen und damit war es veröffentlicht. Also durch den Hochverratsprozess ist zum ersten Mal das Kommunistische Manifest legal in Deutschland erschienen. Also da muss man einen Apparat drin stecken, da muss man den kennen, nicht? Und gute Anwälte haben natürlich auch. Und auch dann die Tribüne des Reichstags, dieser Whistleblower,
würde man ja heute sagen, nicht? Im Kriegsministerium hat also Material an Liebknecht gegeben und das lässt Liebknecht dieses Material dann im Reichstag, verliest er das. Da hockt der ganze Reichstag, auch die Mehrheit natürlich, die konservative Mehrheit, die die Nationalliberalen und auf der Regierungsbank, der Bundesratsbank die Fürstenvertreter. Und dann blättert er auf, Dokument vom so und so vielen, Dokument vom so und so vielen, da wird die ganze Schweinerei der Zusammenarbeit der Firma Krupp mit dem Staatsapparat sichtbar gemacht. Natürlich eisernes Schweigen auf der Rechten. Ich weiß nicht, was die Linken gemacht haben, ob sie sich auch geschämt haben oder ob sie vielleicht doch ein bisschen geklatscht haben. So, und jetzt der Kriegsausbruch. Nicht? Jetzt der Kriegsausbruch, also die größte denkbare Katastrophe. Rosa Luxemburg denkt an Selbstmord. Das ist also furchtbar. Und jetzt die Reichstagsfraktion tritt zusammen. Und jetzt wird es kompliziert. Die Reichstagsfraktion, es geht um die Kriegskredite. Antrag der Regierung zur Bewilligung der Kriegskredite. Liebknecht redet dagegen natürlich. Kein Fall. Und 13 andere auch dagegen. Es wird dann abgestimmt. 112 Abgeordnete im Reichstag. Hat die Sozialdemokratie. 14 sind dagegen in der Fraktion. Ja, was macht man denn jetzt, nicht? Was macht die Minderheit? Und da schnappt eine Falle zu. Es gab in der Sozialdemokratischen Partei den Grundsatz, es wird einheitlich abgestimmt. Einheitlich abgestimmt. Fraktionszwang wird man das heute nennen. Und da nicht aus juristischen Gründen, sondern aus Gründen der Geschlossenheit. Und wer immer verstoßen hat gegen diesen Fraktionszwang, waren die Rechten, die Revisionisten. Beispiel natürlich da Ludwig Frank zum Beispiel. Die badische Landtagsfraktion hat mehrmals für den Etat gestimmt, weil die hat so einen liberalen Großherzog und mit der haben sich auch gut verstanden und dann wird man aufgenommen und ist dann geherzt und gekuschelt und sogar die Sozialdemokraten machen mit und da haben sie dafür gestimmt, weil sie dann auch vorher in Ausschüssen da was rausgekriegt haben, da etwas rausgekriegt haben können. Wir haben dann also den Zug in die richtige Richtung gebracht, nicht wahr? Und da hat immer die badische Landtagsfraktion das Fingerchen gehoben und die bayerische dann auch. Und dann gab es einen Parteitag und da wurden die verurteilt. Der Parteitag sagt, das geht nicht, da muss man einheitlich auftreten und einheitliche Fraktion. Und wurde beschlossen, was die Badenser gemacht haben, das geht ja schon mal gar nicht. Gut, wurde beschlossen. Und anschließend wurde Ludwig Frank, der Fraktionsvorsitzende, gefragt, ja, wie ist denn das jetzt nun mit... Das wird ja jedes Jahr der Etat verabschiedet. Jetzt hat die Partei beschlossen, das dürft ihr nicht, was ihr da macht. Und wie macht ihr das nächstes Jahr? Da sagt er, naja, bei uns in der Heimat, da ist große Not. Die Bäuer, also die armen Leute gehen in den Wald und stehlen Holz. Es kommt immer mal vor, dass man mittags in den Wald gegangen ist und Holz geklaut hat. Dann kam der Förster und hat sie aufgeschrieben und musste eine Strafe zahlen. Und anschließend hat er zu der Mütterchen gesagt, so Mütterchen, und jetzt machen sie das nicht mehr. Ne? Ja? Hat sie gesagt, naja, also ich stehle mein Holz und ich zahle meine Strafe. Und so machen wir es auch. Nicht? Also der Disziplinbruch war das Mittel der Rechten. Und jetzt sind plötzlich die 14 Kriegsgegner in der Lage, die Minderheit zu sein. Und dann stimmen sie dafür. Aus Gründen der Fraktionsdisziplin, in Fortsetzung des Fraktionskampfes vorher. Und der Führer der linken Mehrheit, Hugo Haase, der auch zu den 14 gehörte, war einer der beiden Fraktionsvorsitzenden. Das andere war da Friedrich Ebert und das andere war noch der Hugo Haase, Heber der Rechte, dann Rieke war Hugo Haase. Dann hat der Ebert so gesagt, mach du das mal. Dann hat der linke Haase dann auch noch die Zustimmungserklärung vertreten. Nicht? Also so kann man in eine Falle geraten und der Karl Liebknecht sitzt in der Falle drin. Entsetzen. Entsetzen in der ganzen internationalen Welt. Als der Lenin in der Zeitung gelesen hat, die deutsche Sozialdemokratie hat geschlossen für die Kriegskredite gestimmt, auch Karl Liebknecht. Das ist auch ein ganz klarer Fall, dass eine Fälschung des Geheimdienstes. Das stimmt gar nicht. Diese Nachricht ist Fake News. Man musste dann erkennen, dass diese Fake News keine Fake News war, sondern die Wahrheit war. Und entsetzt war natürlich auch die Opposition, die SPD gab, insbesondere in der Gegend um Stuttgart, da hockten die harten Linken und die konnten das überhaupt nicht fassen. Und da haben wir natürlich etwas, was dann auch wirkt, nämlich eine intakte Organisation, eine intakte organisierte Linke innerhalb der Partei. Der Liebknecht reißt den
Land rum und kommen auch nach Stuttgart und da haben die fürchterlich den Kopf gewaschen. Und also, wie könnten sie das machen? Wie könntest du das machen? Also Jakob Walcher, ein bekannter Linker der späteren Zeit, schreibt in seinen Erinnerungen über eine Parteidiskussion: Wenn ich mich recht erinnere, haben 10 von 11 Diskussionsrednern, fast ausschließlich Betriebsarbeiter, Karl Liebknecht scharf kritisiert, weil er es unterlassen hatte, den Eindruck der Einstimmigkeit durch unüberhörbare Zwischenrufe oder auf irgendeine andere Weise zu beseitigen. Karl sagte in seinem Schlusswort, er sei im Innersten aufgewühlt und erschüttert. Seit dem 4. August sei er in zahlreichen Parteiversammlungen gewesen. Oft sei er dem Vorwurf begegnet, dass er mit dem Kopf durch die Wand wolle, dass er die Parteibeschlüsse missachte und die Fraktionsdisziplin breche. Hier in Stuttgart sei ihm vorgeworfen worden, am 4. August nicht kühn, energisch und draufgängerisch genug gehandelt zu haben. Und die Genossen hätten recht. Was von ihm am 4. August unterlassen wurde, sei ein schwerwiegender Fehler gewesen. Es bleibe ihm nur zu versprechen, in Zukunft alles, was in seinen Kräften stehe, zu tun, um das Versäumte nachzuholen und der in- und ausländischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass es auch in Deutschland grundsätzliche Gegner der imperialistischen Machenschaften gebe, die fähig und bereit seien, mit ganzer Hingabe für die proletarische Solidarität und den internationalen Sozialismus zu wirken. Hier kommt ein neues Element rein. Die ganze Zeit haben wir geredet über den Einzelkämpfer, den unbeugsamen Einzelkämpfer Karl Liebknecht, was für ein sturer Bock das ist. Man denkt, wie kann das überhaupt aushalten? Er kann es aushalten, weil er nicht allein ist, weil da eine Massenbewegung ist, die ihn, oder Teil einer Massenbewegung, die ihn stützt. Das war schon, als er aus seinem Hochverratsprozess verurteilt worden ist und da vor das Gerichtsgebäude drittes, da ist schon eine große Massenversammlung. Im Triumph ist er abgeholt worden. Und auch nach dem Königsberger Prozess, da waren Massen außenrum. Und auch schon im Hochverratsprozess von 1872, da wird der Gerichtspräsident ganz nervös, weil die Versammlung öffentlich ist. Und wer sitzt im Publikum? Lauter Arbeiter, lauter Sozialdemokraten. Und wenn Wilhelm Liebknecht und August Bebel was Deftiges gesagt haben, dann merkte man, geht ein Ruck durch die Menge und der Präsident gibt gleich bekannt, wenn die jetzt Maul aufmachen, dann werden sie gleich, wird der Saal geräumt. Also da ist Massendruck dahinter, nicht? Und es ist nicht, natürlich muss man da einen Mann haben mit breitem Kreuz, wie der Karl Liebknecht. Aber das allein war es auch nicht, er war gestützt. Und er kehrt von diesen Reisen, zurück und merkt, also da habe ich einen Bock geschossen und fängt nun an zu arbeiten und zu analysieren, was da passiert ist und verhält sich dann wieder mal ganz untypisch. Es gibt ja immer, wenn man eine Sauerei macht, hat man immer Intellektuelle. Wenn du Intellektuelle hast, dann fällt immer was ein, wie Hannah Arendt sagt. Und da gab es auch Leute, die sagten, ja, das ist doch ganz klar, dass man für die Kriegskredite stimmen muss. Denn wer ist der Hauptfeind? Russland. Russland, der Zarismus, war wirklich der Feind der zivilisierten Menschheit damals, sodass selbst Friedrich Engels auf eine seiner alten Frage gesagt hat, wenn Frankreich und Russland sich verbünden in einem Weltkrieg, dann kann das deutsche Proletariat nicht neutral bleiben. Da muss das deutsche Proletariat den Sozialismus und die stärkste sozialistische Partei, die Sozialdemokratie, verteidigen gegen den Zaren. So leid es ihm auch tut, dass es zugleich gegen Frankreich kämpfen muss. Das war die Position von Friedrich Engels. Und die Intellektuellen haben ja alles gelesen. Sie zogen natürlich dann die Papiere von Friedrich Engels heraus und sagten, haha, da sehen wir es doch. Was sie nicht gemerkt haben, ist, dass Friedrich Engels sagte, das ist der größte anzunehmende Unfall, dass das passiert, dass der Weltkrieg ausbricht, deshalb muss vorher die Revolution kommen. Aber das haben sie natürlich weggelassen. Und in diesem Sog der anti-russischen Propaganda, die damals ja eine antizaristische Propaganda war, schwamm die ganze Partei mit, einer nicht. Und zwar Karl Liebknecht, weil der schon ganz eng verbunden war mit der russischen Arbeiterbewegung. Er hat ja im Königsberger Prozess, Sozialdemokraten verteidigt, die mit Russen zusammengearbeitet haben. Das ist nun auch eine gewaltige Hirnleistung, dass er da nicht mitgeschwommen ist, sondern gesagt hat, nein, das gilt alles nicht. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Der Hauptfeind steht im eigenen Land und nicht in Russland. Das muss man auch erstmal bringen. Das ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Wenn man mal guckt, wer damals alles auch außerhalb der Sozialdemokratie, bis zu Erich Mühsam, alle begeistert waren Kurt Eisner, alle im August, dass endlich gegen den Zaren losgeschlagen wird, diesen Menschenschinder. Und da ist der eine Liebknecht, der sagt, nein, den machen wir nicht mit. Und er veröffentlicht dann seine Novemberthesen von 1914,
wo er sagt, das ist ein imperialistischer Krieg, da muss man dagegen sein. Ich Idiot, habe da alles gestimmt, das schreibt er nicht, denkt er sich aber dabei. Ich zitiere ihn. Einen Wesenszug des Imperialismus, dessen Hauptträger auf dem europäischen Festland Deutschland ist, bildet das wirtschaftliche und politische Expansionsstreben, das immer stärkere politische Spannungen erzeugt. Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, und zwar vor allem auf deutscher Seite, mit dem von mächtigsten Kreisen beharrlich verfolgten Ziel von Eroberungen großen Stils. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens aus bestenfalls um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam hervorgerufenen Präventivkrieg, zu dem die Gelegenheit günstig erschien, als die große Wehrvorlage verabschiedet und ein technischer Vorsprung gewonnen war. Dieser Krieg ist nicht für die Wohlfahrt des deutschen Volkes. Das muss man sich ja auch mal reinziehen, das haben wir im November 1914. Und wir haben dann fast 50 Jahre später eine fürchterliche Diskussion unter deutschen Historikern, weil ein deutscher Historiker, Fritz Fischer, gesagt hat, Deutschland ist der Haupttäter am Kriegsausbruch. Und da ist eine Aufregung. Und der Fischer hat seine Schwierigkeiten gehabt. Und das war ein Riesenkrakeel, wie Engels gesagt hätte. Was erzählt er? Er erzählt dasselbe, was nun der kleine Liebknecht also im November 1914 schon so erzählt. Das kommt dann also so mit 56 Jahren Verspätung, 46 Jahren Verspätung kommt das dann auch mal in der bürgerlichen Öffentlichkeit an und hat sich noch nicht einmal voll durchgesetzt, wenn Sie sich bitte erinnern an die Publikationen von 2013-14, Christopher Clark, die Schlafwandler, oder Herfried Mügler, die sagen, alles nicht wahr, nicht? Schlafwandler, hineingestolpert. Es gibt keinen Fortschritt, ne? Es gibt auch Rückschritt. Nicht? Und wer zu früh Recht hat, das Karl Liebknecht, dem geht es natürlich schlecht. Nicht? Tja, dann kommt die nächste Abstimmung über die Kriegskredite. Am 2. Dezember 1914. Und da muss man sich die Stimmung vorstellen. Da wird immer abgestimmt, einstimmig, dann stehen sie alle auf und singen Heil dir Siegerkranz und so. Und so läuft das da. Und so war es im August 2014 und jetzt haben wir also den 2. Dezember. Und da ist der Präsident, also bitteschön, wer für die Kriegskredite ist, der stehe wieder auf. Und der Reichstag steht. Und der Präsident sagt, wir kommen nunmehr zur Gesetzesabstimmung, Gesamtabstimmung. Ich bitte die Herren, die in der Gesamtabstimmung in dritter Lesung den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichshausetat für das Rechnungsjahr 1914 annehmen, wie technisch das klingt, als bilden die Herren, sich von ihren Plätzen zu erheben. Geschieht. Reichstag steht. Rufe einstimmig, nun wollen sie wahrscheinlich gerade Heil dir Siegerkranz singen, das ruft einer. Gegen eine Stimme. Es ist, soweit ich sehe, einstimmig, sagt der Präsident, mit Ausnahme eines Abgeordneten, eines einzigen Abgeordneten. Dann stürmische Bravo-Rufe und Händeklatschen. Aber stürmische Bravo-Rufe und Händeklatschen galt nicht dem Liebknecht, sondern allen anderen, nicht? Und dann gibt es eine aus der äußersten Rechten, Eduard Davy, ein besonders unangenehmer Geselle, leider aus Hessen, der hat ein Tagebuch geführt, Kriegstagebuch, der schreibt dann am selben Tag rein, bei der Abstimmung über die Kredite bleibt Karl Liebknecht sitzen. Rufe von den Bänken der Liberalen konstatieren das. Man lacht mehr, als dass man Entrüstung zeigt. Sofortiger Zusammentritt des Fraktionsvorstandes wegen Liebknecht. Der Präsident hat Haase mitgeteilt, dass Liebknecht auch eine Motivierung zu Protokoll eingereicht hat. Lede Buhr will von einem Beschluss des Vorstandes Abstand genommen haben, da man den Beschuldigten erst hören müsse. Haase sucht möglichst milde Fassung, nur Konstatierung der Tatsache, höchstens einfaches Bedauern, dass er sitzen geblieben ist. Wir anderen sind zu einer sofortigen klaren Erklärung entschlossen, gegen Liebknecht. Ich entwerfe sie. Es wird beschlossen, sie sofort durch das Pressebüro herauszugeben. Und dann entscheidet am nächsten Tag im Sozialdemokratischen Vorwärts, dessen Chefredakteur früher Wilhelm Liebknecht gewesen war, folgende Mitteilung. Der Vorstand der Sozialdemokratischen Reichstagsfraktion stellt fest, dass der Genosse Karl Liebknecht entgegen dem alten Brauch der Fraktion, der durch einen ausdrücklichen Beschluss für den vorliegenden Fall erneuert wurde, gegen die Kriegskreditvorlage gestimmt hat. Der Vorstand bedauert diesen Bruch der Disziplin, der die Fraktion noch beschäftigen wird, aufs Tiefste. Dann gibt es gleich eine Anweisung an die Parteipresse. Es gab ja nicht nur den Vorwärts, die Sozialdemokratie hat überall Zeitungen gehabt. Ein richtiges Zeitungsimperium. Und der Vorstand schreibt jetzt alle, telegrafiert an die. Der Vorstand der Partei und der Vorstand der Reichstagsfraktion
bitten die Parteipresse, den Abdruck der Erklärung betreffend des Verhaltens des Genossen Liebknecht in der heutigen Reichstagssitzung abzudrucken und an diesem Fall keine weiteren Erörterungen zu knüpfen. Also Ruhe im Karton. Das half aber nun gar nichts, denn jetzt war Liebknecht wirklich weltweit berühmt. Jetzt, also das hat also eingeschlagen weltweit. In den Schützengräben ist plötzlich der Name Liebknecht. Ja, einfach nah. Jetzt fängt nämlich gerade der Krieg an, ein bisschen unangenehm zu werden. Jetzt ist er nämlich gerade stecken geblieben an der Marne und jetzt geraten die langsam in die Schützengräben rein. Eigentlich wollte sie an Weihnachten ja schon da sein, wieder zu Hause zu sein. Die Soldaten hat man ihnen versprochen. Jetzt sind sie auch immer noch draußen und ein und sie liegt mit einem Drecken bei Läusen, was alles ist. Und dann kommt die Mitteilung, ein gewisser Liebknecht hat dagegen gestimmt und er gewinnt damit einen ungeheuren Einfluss in den Schützengräben. Das ist dann der beliebteste Name in der Arbeiterbewegung, in dem Teil der Arbeiterbewegung, der nicht völlig versaut ist, ist dann der Name Karl Liebknecht. Ja, und jetzt muss man natürlich überlegen, wie man diesen Kerl unschädlich macht. Das Reichstagsabgeordnete, der könnte ja immer wieder Unsinn machen, nicht? Und dann wieder mal so Reden halten und Enthüllungen und so. Ja, und dann muss man nun sehen, das kann man ja verstehen, nicht wahr, dass der irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden muss. Ja, und diese unangenehme Arbeit, das zu erklären, würde ich dem Geld überlassen. Das ist der 7. Februar 1915. Da wird Liebknecht eingezogen als Armierungssoldat. Heute würden wir sagen, zu den Pionieren. Das hat er schon in den 90er Jahren dann im Militär gelernt. Jetzt ist das verbunden mit dem Verbot jeder politischen Tätigkeit, bis auf seine Auftritte im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus durfte er sich nicht politisch äußern. Es gibt auch ein Foto von diesem Liebknecht als in seiner Armierungskluft, das ist bekannt. Ich gehe jetzt nachher nochmal rum. Da geht er gerade in der Kluft des Armierungssoldaten zum Reichstag. Und links ist ein kleines Foto, wo er da mit der Schubkarre steht und gemeinsam mit anderen Armierungssoldaten Schützengräben ausheben muss. Er wird erst an der Westfront eingesetzt, nachher an der Ostfront. Das ist sehr gefährlich auch, weil über diese Schützengräben diese ganzen Artilleriegeschosse hinwegflogen. Es war kalt, es war dunkel, es gab kein Wasser, es gab viel Läuse und wenig Essen, schlechte Verpflegung. Viele sind gestorben an Typhus. Die lagen alle nebeneinander auf ihren Strohsäcken in bitterer Kälte, haben sich gegenseitig angesteckt. Für Karl Liebknecht kommt noch was besonders Tragisches hinzu. Er ist jetzt ja an der Ostfront, das ist die Front vor Riga, vor der Dwina. Und er ist ja mit einer Russin verheiratet, in zweiter Ehe, Sophie Rüss, einige Jahre jünger als er, ist geboren in Rostov am Don, ist eine Kunsthistorikerin gewesen, er hat sie kennengelernt 1905/6 bei den Feierlichkeiten zur Russischen Revolution, so eine linke Frau, kommt aus einer jüdischen Familie in Rostov. Und jetzt ist der Liebknecht an der Front gegen Russland. Das hat ihn tief bedrückt. Schreibt dann noch ganz verzweifelte Briefe an sie. Ein Brief vom 9. Juli 1915. Nun bin ich auch in Russland. Das war das erste Mal, dass er in Russland war. Als Armierungssoldat, ohne dich. Aber unter welchen grauenhaften Umständen? Ich kann meine moralische Lage nicht schildern. Willenloses Werkzeug einer mir in der tiefsten Seele verhassten Macht. Für wessen Interessen? Ich sitze im Stall unserer Wohnung auf einer Kiste und schreibe auf einem Brett. Die Kameraden liegen im Bett, das heißt auf dem Stroh um mich herum. Das Lichtstümpfchen will verglühen. Es ist 10:30 Uhr. Wir sind auf die Haut durchnässt. 1000 Fliegen umsummen und piesacken mich. Um 4 Uhr nachts wird die Post weggebracht. Wir sollen Gewehre bekommen
Man will uns zur bewaffneten Truppe modern. Die sollen jetzt auch schießen, diese Armierungssoldaten. Er schreibt aber, ich werde nicht schießen. Eher lasse ich mich totschießen. August 1915. Ich schreibe dies am Jahrestag des Kriegsausbruchs. Die Bilanz des Jahres ist Tötung, Verstümmelung, Erkrankung, Verseuchung von Millionen der kräftigsten Männer, Ausrottung der Menschenblüte Europas, moralische Rebarbarisierung der Völker, Verwüstung geheiligter Kulturschöpfungen von Generationen, Verschleuderung von Hunderten von Milliarden, ein endloser Gespensterzug trauernder Mütter und Väter, Witwen und Waisen. Alles, was, wogegen er sein Leben lang bisher gekämpft hatte, war vernichtet. Und er war irgendwie dabei. Er lag an der Front in Russland. Trotzdem setzte Liebknecht seine politischen Aktivitäten fort, so gut es überhaupt ging. Oft illegal natürlich. Er ist ein wichtiger Organisator der Gruppe Internationale, die sich gleich auch um Rosa Luxemburg und Mehring dann gegründet hatte, Sommer 1914. Er nimmt teil an der illegalen sozialistischen Konferenz in Jena, April 1916. Wir hatten gerade im Vorraum darüber diskutiert. Er schreibt ein berühmtes Flugblatt, der 1915, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist sein bekanntestes Flugblatt, brauche ich deshalb nicht vorlesen. Es geht um den Kriegseintritt Italiens jetzt auf der Seite der Entente. Die Folge in der deutschen Öffentlichkeit und der deutschen manipulierten Öffentlichkeit des Krieges, eine anti-italienische Hetze. Er sagt, der Liebknecht sagt, das liegt nicht an Italien, sondern das liegt an Deutschland, dass Italien in den Krieg eingetreten ist. Auf der anderen Seite, der Hauptfeind sind nicht die Italiener, dass der Hauptfeind steht im eigenen Land. Dieses Flugblatt ist auch gleich veröffentlicht worden in der Schweiz, wohin das der Leo Jogiches, auf den ich noch kurz eingehen werde, hinübergebracht hat. Liebknecht schreibt ein Begrüßungswort an die Zimmerwalder Konferenz in der Schweiz, September 1915. Er wollte dort selber teilnehmen, wurde aber nicht rausgelassen. Er ist ansonsten noch frei, er sitzt noch nicht im Zuchthaus, er ist ja noch immer im Reichstag auch drin, kann sich daher in Berlin auch während der Reichstagssitzung relativ frei bewegen. In dem Begrüßungsschreiben kämpft Liebknecht gegen den Burgfrieden, er geißelt die Kriegsbefürworter und unterschreibt sein Flugblatt mit dem Satz: Proletarier aller Länder, vereinigt euch wieder. Eine weitere Methode, Öffentlichkeit herzustellen, sind seine kleinen Anfragen oder kurzen Anfragen an den Parlamentspräsidenten. Der schreibt dann, Liebknecht fragt an, wie lange will das Deutsche Reich eigentlich noch Krieg führen, wo jedermann sieht, wo das hinführt, nämlich zum eigenen Ruin auch. Wo soll das alles enden? Wie lange macht er dann noch mit? Der Präsident antwortet dann natürlich nicht drauf. Im Jahre 1916, das ist im Januar, schreibt Liebknecht eine sehr wichtige, ganz kleine Anfrage. Was ist bekannt im Reich über die Morde an den Armeniern? Die Türkei ist ja Verbündete des Deutschen Reiches im Krieg, im Hinterland des Krieges, an der armenischen Front, an der Kaukasusfront, gibt es Massenmorde, Massendeportationen von Armeniern, ein Genozid, wie wir wissen. Der Einzige, der in Deutschland dazu eine Öffentlichkeit herstellen kann, ist dieser Karl Liebknecht. Diese Anfrage wird natürlich auch nicht beantwortet, ist aber nachher sehr bekannt geworden in Armenien selber. Ich war selber so ein bisschen mal in Armenien und habe mich da umgehört und der Name Karl Liebknecht, also die sonst von dem nie was gehört haben, war in allerhöchster Achtung, weil der Liebknecht diese Massenmorde an den Armeniern öffentlich gemacht hat, was im Deutschen Reich eigentlich von ganz wenigen evangelischen Pastoren abgesehen sonst keiner gewagt hat. Im Januar 1916 wird Liebknecht aus der Reichstagsfraktion ausgeschlossen.
und ist dann erstmal ganz isoliert auch von der Sozialdemokratischen Partei. Wie hat er selber damals agiert? Was für einen Eindruck hat er auf andere gemacht? Das darf ich kurz vorlesen aus der Feder von Rosa Luxemburg, die dann ein Jahr später schreibt über ihre Treffen Frühjahr 16, also vor der Verhaftung beider, in einem Brief an Hans Diefenbach, dass ihr Freund, der später auch im Krieg umkommt, Brief vom 30. März 1917. Jetzt blickt sie zurück auf Frühjahr 16. Vorigen Frühjahr habe ich noch einen Partner bei diesen Wanderungen gehabt, Karl Liebknecht. Sie wissen vielleicht, wie er seit langen Jahren lebte. Nur noch im Parlament, Sitzungen, Kommissionen, Besprechungen, in Hatz und Drang, stets auf dem Sprung von der Stadtbahn auf die elektrische und von der elektrischen ins Auto, alle Taschen vollgestopft mit Notizblocks, alle Arme voll frisch gekaufter Zeitungen, die jedoch unmöglich Zeit hatte, alle zu lesen. Leib und Seele mit Straßenstaub bedeckt und doch immer mit dem liebenswürdigen, jungen Lächeln im Gesicht. Ich hatte ihn gezwungen, letzten Frühjahr ein wenig Pause zu machen, sich zu erinnern, dass es außer Reichstag und Landtag noch eine Welt gibt. Und er schlenderte mit Sonja, seiner Ehefrau, und mir mehrmals durch die Felder und den botanischen Garten. Wie konnte er sich da wie ein Kind vor einer Birke mit jungen Kätzchen freuen? Eine kleine, aber ganz, wahrscheinlich ganz treffende Erinnerung an Karl Liebknecht in der Zeit vor dem 1. Mai 1916. Das ist ein wichtiger Tag. Das ist ein wichtiger Tag für Karl Liebknecht. Potsdamer Platz mitten in Berlin. Eine große Antikriegsdemonstration war angesagt. Das war ja alles ganz illegal, mit so ganz kleinen Zettelchen, die von Hand zu Hand gereicht wurden. Kommt alle am Abend des 1. Mai, ne, symbolträchtiger Tag, zum Potsdamer Platz. Liebknecht mittendrin, mit lauter Stimme über den ganzen Platz zu hören, nur 6 Wörter: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Sofort kommen 30 Geheimpolizisten und uniformierte Polizisten auf ihn zu, nehmen ihn fest, zerren ihn aus der Menge heraus, bringen ihn auf das nächste Polizeirevier. Und dann ist er seit diesem Tag, seit dem 1. Mai 16 in Haft. Der Reichstag hebt natürlich gleich Liebknechts Immunität auf und liefert ihn damit der Militärjustiz aus. Er sitzt dann im Zuchthaus, 4 Jahre und 1 Monat ist sein Urteil. Er geht dann seit 8. Dezember 16 sitzt er im Zuchthaus Luckau bis zum 23. August 18 in diesem Zuchthaus. Das sind ganz, ganz schwere Jahre für ihn. Er ist politisch isoliert, hat seltene Besuche von seiner Frau Sonja. Die Familie leidet unter dem Geldmangel, die hat 3 Kinder, die kommen kaum über die Runden, werden, weil sie Liebknecht heißen, in der Schule gehänselt und geprügelt. Seine Ehefrau ist von der Last der Not gedrückt, wird schwer krank. Dunkle, kalte Zelle, die er auch beschreibt, eine harte, lange Arbeit. Erstmal in der Schusterei, er ist ein Schuster, und versucht sein Leben durch Freiübungen noch irgendwie zu sichern. Ich lese aus einigen Briefen vor. Erstmal war er in der Schusterei und das war dann eine Arbeit, die ihn noch ein bisschen befriedigt hat. Dann wurde aber, um ihn noch weiter zu quälen, wurde er in die Tütenkleberei überstellt. Brief vom 11. Mai 1918. Seit einiger Zeit bin ich in den Stand der Tütenkleber getreten. Die Beschäftigungslose, die köstliche Zeit hat leider nicht lange gewährt. Vorläufig noch Lehrling. Das Pensum beträgt 1000 pro Tag. Durch Zählen.
1, 2, 3 bei jeder Tüte bis zu 3000, das ist mein Pensum. Suche ich mich zu spornen und zu unterhalten. Die Arbeit ist reinlich und relativ angenehm. Für mein Studium bleibt jetzt nur wenig übrig. Von 6 Uhr früh bis 7:45 abends bleiben außer der Mittags- und Abendspause nur ein paar Viertelstunden, in denen auch zu essen und der Haushalt zu ordnen ist. Aber die Abende werden länger, ich werde sie nach Kräften ausnutzen. Ich bin so durstig und möchte das Meer austrinken. Jahrzehnte möchte ich studieren, ohne aufzusehen und zugleich frei wirken können, ohne zu rasten. Ich brauche ein verdoppeltes Leben, um ganz ich sein zu können. Er versucht dann, wie gesagt, sein Leben mit Freiübungen zu sichern, dass er nicht ganz auf den Hund kommt. 2. September 1917. Vernünftig bin ich ja wie kein Zweiter. Fenster weit offen. Mach auf. Fenster weit offen. Und kannst du mal Türen mal aufmachen für frische Luft? Ja. Und was kriegen wir auf? Dann ist mein Pensum, Freiübung, die Arme herumgewirbelt, je 60 Mal nach vorne und hinten, Kopfwendungen, je 20 Kopfbeugen nach links und nach rechts, nach vorne und hinten, 10 Mal Kopfdrehen links und rechts herum, 80 Mal Schulterrollen mit Bauchtanz, 60 Rumpfbeugungen rechts und links, 60 Rumpfbeugungen mit hochgestreckten Armen nach oben, 60 Kniebeugen, 250 oder mehr Auf- und Abwanderungen in der Zelle, auf und ab, zusammen jeweils 16 kleine Schritte, 250 Mal gleich 4000 Schritt. Dazu kommt, dass meine Arbeit im Stehen verrichtet wird. Kurz, ich sorge dafür, dass mein Blut in Bewegung bleibt, dass Nerven und Sehnen nicht einrosten, dass jede Kalorie der Nährstoff ausgenutzt und an die rechte Stelle befördert wird. So werde ich aushalten, mal kommen, was will. Er versucht bei Dämmerlicht, der hat ja so eine kleine Funzel gehabt, durch diesen ganz kleinen Lichtstrahl auf sein Bett fiel. Wir haben es selber, Georg und ich, von diesem Lichtstrahl auch gehört, weil 30 Jahre später Wolfgang Abendroth in derselben Zelle gelegen hat wie Karl Liebknecht zuvor. Wolfgang Abendroth war im Zuchthaus Luckau von 1937 bis 1941, 4 Jahre. Und der hat nicht gerne darüber gesprochen, erzählt, dass der Liebknecht auch dieselben Bücher in der Bibliothek gehabt hat, die er auch manchmal ansehen konnte. Und hat auch von dem Dämmerlicht erzählt, das dann auf sein Bett manchmal fiel. Karl Liebknecht versucht verzweifelt an seinem philosophischen Werk Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung weiterzuarbeiten. Er wollte nicht nur Politiker sein und Aktivist in der Friedensfrage, er wollte auch ein philosophischer Denker sein und setzt seine Arbeit fort, die er früher in Glatz begonnen hatte, 1907 bis 1909. Er exerpiert Unmengen von Literatur, Lessing, Goethe, Schiller, Shakespeare, alles, was er zufällig in die Hand bekommen ist. Später liest er auch Mehrings Marx-Biografie, aber Blanqui, Kropotkin, Spinoza, Giordano Bruno und so weiter und so fort, Aristoteles. Das geht wie Kraut und Rüben durcheinander. Er kann ja gar nicht systematisch arbeiten, weil er 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten muss in der Schusterei oder als Tütenkleber. Kann also nur Gedankensplitter hinschreiben, die ganz ungeordnet sind. Und das hat gerade seine Verzweiflung vermehrt, dass er nicht zur Rande kam mit diesem gewaltigen Stoff, den er in diesen unmöglichen Arbeitsbedingungen nicht hat konturieren können. Liebknecht beschreibt Entwicklungen, er steht auf dem Standpunkt natürlich des 19. Jahrhunderts, Entwicklungsgesetze in der organischen
Welt, in der anorganischen Welt, in der gesellschaftlichen Welt. Er verfolgt Entwicklungen in verschiedenen Bereichen des Lebens, nimmt in der Natur und in der Gesellschaft einen universell wirkenden Höherentwicklungstrieb an, so eine Art von Vis Vitalis, eine vorwärts treibende Energie, und versucht, die in der Weltgeschichte irgendwie zu dokumentieren, auch in der Philosophiegeschichte. Aber es gibt da nicht überall eine Höherentwicklung, sagt er gerade. Der Krieg, in dem er mittendrin steckt, ist natürlich eine absolute Katastrophe und wirft alle Evolutionen wieder zurück. Aufgabe des Sozialismus sei aber, gegen diese Rückschläge und diese Vernichtung und Zerstörungen und Rebarbarisierungen anzugehen. Das sei eine zentrale Aufgabe des sozialistischen Handelns. Und die zweite, und das jetzt für mich war das ganz erstaunlich, müsse der Sozialismus eine völlig andere Position gegenüber der Natur und der natürlichen Umwelt entwickeln. Er hat also ein sehr interessantes Kapitel, aus dem Nachlass, ich gebe es nachher herum, aus dem Nachlass herausgegeben, dieses fragmentarischen Konvolut 1922 von einem Philosophiedozenten aus Heidelberg herausgegeben. Das kann man eigentlich gar nicht lesen, weil das nur so eine Zettelsammlung ist. Aber manchmal ganz großartige Ideen, die ganz weit in die Zukunft reichen. Zum Beispiel in dem Kapitel Ausblick, das Telos der Kulturentwicklung, der neue Humanismus, der kosmische Universalismus der Zukunft. Das kleine Kapitelchen, ich lese noch einige Zeilen vor, ist völlig unvermittelt mit dem anderen Stoff. So ein Zufallsprodukt hat er irgendwie nachts reingekritzelt auf seinen auf einen Zeitungsrand vielleicht. Nicht ferner wie heute die Natur feindlich zu hassen, zu entstalten, zu zerstören, ist die zukünftige Menschheit da, sondern sie zu erhalten, sie zu lieben. Nicht Kampf und Hass, sondern Harmonie und Friede winkt am Ziele des steilen, dornigen Sturmweges der strebenden Menschheit. Und sie wird sich als ein Bruder, ein Geschwister, auch der Tier- und Pflanzenwelt, alle lebende Natur fühlen und wissen und als ein durch die Fähigkeit bewusster Betrachtung ausgezeichneter Teil des Universums. Und am Sternenhimmel dieser beglückten Geschlechter wird in Sirius leuchtenden Lettern stehen jenes Subspecie Eternitatis, also unter der Gestalt der Ewigkeit, und das andere Wort von endloser Tiefe, das bist du. Du bist Teil des Kosmos, du bist selber Kosmos. Der Sozialismus aber, die soziale Bewegung des Proletariats, ist die Entstehungs- und Kampfform dieses neuen, allumspannenden Humanismus. Also großartige Gedanken, die völlig fragmentarisch überliefert sind, die Liebknecht in seiner extrem schwierigen Lage versucht hat, irgendwie zu formulieren, ist ihm aber dann nicht gelungen, das irgendwie zu vollenden. Einen Lichtblick gab es vielleicht, der noch 1917, 18, der war im Osten, dann doch die russische Revolution, besser gesagt die beiden russischen Revolutionen vom Februar und Oktober, beide gegen den Krieg gerichtet, mit dem Resultat, dass Russland nicht mehr mitgemacht hat an diesem Völkermorden, was Liebknecht sehr beeindruckt hat. Ebenso war er in höchster Angst, dass sich die Revolution in Russland nicht würde halten können. Denken wir an den Brest-Litowsker Frieden vom März 1918. Liebknecht sitzt ja immer noch im Zuchthaus. Da sieht er, wie die deutschen Armeen dann immer weiter nach Osten vormarschieren und die ganze Ukraine, Halbinsel Krim eingeschlossen, dann annektieren. Gleichwohl ist er erleichtert, dass sich die Russische Föderation selber um Moskau herum halten kann. Ich komme bald zu seinem Befreiungstag, dem 23. Oktober 1918.
möchte aber hier noch einige Namen nennen, die zeigen, dass Liebknecht nicht alleine war, sondern auch seine Antikriegsaktivitäten in einer Kette von einzelnen Schritten zur Wirkung kamen. Er hatte manchmal Kontakt zur Außenwelt, alle Vierteljahr durfte ihn seine Frau Sonja besuchen. Die hat dann ihrerseits auch seine Kassiba, seine Informationen, seine mündlichen Impulse weitergeleitet an einzelne Leute, die dann in dieser Kette der Friedensbewegung, die es auch in diesen bittersten Jahren gab, weitergewirkt hat. Den einen Namen hatte ich schon genannt, Leo Jogiches, vielleicht auch bekannt, Freund und Mann von Rosa Luxemburg, kommt aus Wilna, ist dann seit 1940, also in der polnisch-russischen Arbeiterbewegung führend tätig, ist seit 1914 im Deutschen Reich und in der Antikriegsbewegung aktiv, ist die treibende Kraft eigentlich auch der Organisationsarbeit des Spartakusbundes in den einzelnen Etappen seiner Entwicklung, hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, hat Kontakt mit Druckereien, hat auch irgendwie immer Geld, woher das Geld stammt, weiß kein Mensch. Aber irgendwie hat er auch aus seinem Privatvermögen alles hineingesteckt. Er war ein Meister in der konspirativen Arbeit, hat eine Fülle von Pseudonymen gehabt, die sind bis heute nicht alle entschlüsselt. Und einmal hat ihn einer auf der Straße mal ein Genosse gefragt, ja, bist du nicht der und der? Da muss er mal lange nachdenken, welches Pseudonym der gemeint hat. Der hat 20, 30 Namen gehabt. Und hat dann erst nach und nach erfahren, wer er dann selber aktuell wäre. Dann ist dann auch tätig im Munitionsarbeiterstreik, dieser Leo Jogiches, Januar 1918, ist dann führend bei der Organisation der KPD, gehen wir nachher noch kurz darauf ein, klärt dann in seinen letzten Tagen den Mord an Luxemburg und Liebknecht weitestgehend auf, kann darüber noch informieren, in der Parteizeitung Rote Fahne, 12. Februar 1919, gerät dann aber bald darauf in die Hände von Soldaten, wird dann ermordet im Moabiter Untersuchungsgefängnis. Am nächsten Tag stand er in der Zeitung auf der Flucht erschossen. Ein zweiter Name, eine Frau, Mathilde Jakob. Die Eltern stammen aus, in einer jüdischen Metzgerei, einer koscheren Metzgerei tätig in Berlin, eine kinderreiche Familie. Mathilde Jakob eröffnet dann als ganz junge Frau ein kleines Schreibbüro, schreibt für Schreibaufträge für Liebknecht, für Luxemburg, für Mehring, für andere und ist dann die Kontaktfrau von Rosa Luxemburg an nach draußen. Und ebenso auch von Sonja Liebknecht. Die beiden waren dann noch eng miteinander befreundet. Mathilde Jakob kann dann am 15. Januar auch Teile des Nachlasses von Rosa Luxemburg retten. Deren Wohnung wird auch verwüstet gleich von den Nosko-Soldaten. Kann also einen Teil des Nachlasses sichern und 1939 sogar retten, indem sie einem US-amerikanischen Historiker, Ralph Lutz heißt der, Teile dieses Nachlasses dann übergibt. Und wenn man heute über Rosa Luxemburg forscht, muss man teilweise nach Amerika fahren, ans Hoover Institution on War, Revolution and Peace in Stanford. Mathilde Jakob konnte sich selber nicht retten, obwohl sie verzweifelte Versuche unternahm, in die USA zu kommen. Sie hatte kein Geld zum Emigrieren, konnte die Schiffspassage nicht bezahlen, hat auch kein Visum bekommen. Ist dann abtransportiert worden im Juli 1942 nach Theresienstadt und im April 1943 dort umgekommen. Jetzt eine ganz andere Frau, Vera Liebknecht, das ist die kleine Tochter von Karl Liebknecht, geboren 1906. Sie ist jetzt gerade 11,5 Jahre. Sie ist eine geniale Dechiffriererin. Dieser Liebknecht, der hatte manchmal seine Zeitung lesen können in seiner Zelle, hat dann nach einem komplizierten Punktesystem einzelne Buchstaben markiert. Aus den Buchstaben konnte man Wörter dechiffrieren, aus den Wörtern Sätze, aus den Sätzen Absätze und aus den Absätzen ganze Artikel. Das hat kaum einer verstanden, dieses komplizierte System, aber diese Vera Liebknecht, die war so pfiffig,
Die hat sich immer, wenn so ein Kassierer wieder kam, in ihr Zimmerchen gesetzt, in ihre kleine Ecke und hat dann mit dem Bleistift die einzelnen Buchstaben aufgeschrieben. Und zwei Tage später war sie damit fertig, war ein ganzer Artikel von Liebknecht wieder an die Öffentlichkeit gekommen. Wieder einen Tag später kam gleich der Jürgiches vorbei und hat sie das abgeholt und dann drei Tage später war es in der Schweiz in der Weltöffentlichkeit bekannt. Ein neuer Aufruf von Karl Liebknecht gegen den Krieg. Diese Vera Liebknecht, die hat dann nachher Medizin studiert, musste dann 33 emigrieren natürlich, starb dann gleich im nächsten Jahr als junge Frau mit 28 Jahren in Wien an TBC. Hier kommt, da sehe ich bei mir noch ein schönes Bild, ein Jugendbild von Jürgiches. Das ist ein strahlender junger Mann, studiert in Zürich auch Nationalökonomie, gemeinsam mit Rosa Luxemburg. Das darf ich rumgeben. Das ist ein prachtvolles Foto aus seiner frühen Zeit. Wir kommen jetzt zum Schluss. Das Kapitel könnte heißen Revolution und Konterrevolution. Liebknecht kommt, wie angedeutet, am 23. Oktober 18 frei. Er kann das Zuchthaus hinter sich lassen, kommt zum Anhalter Bahnhof in Berlin, wird von Tausenden begrüßt. Sein Name ist bekannt in Berlin und blieb bekannt bei allen Kriegsgegnern. Inzwischen hatten auch breite Massen genug von dem ganzen Krieg und haben ihn begrüßt. Er fuhr mit dem Wagen durch Berlin, auch dann auf den Potsdamer Platz, wo er ja am 1. Mai 16 verhaftet worden war. Am nächsten Tag geht er in die sowjetische Botschaft, dort ist ein Festempfang. Er versucht mit den russischen Genossen Kontakt aufzunehmen, zu erfahren, was dann wirklich in Russland gelaufen ist. Ist dann sehr überzeugt von ihren Argumenten, dass sie die russische Revolution trotz aller Schwierigkeiten doch als Revolution, als Rätebewegung, als Friedensbewegung gehalten hat. Die nächsten Tage von Liebknecht sind dann voller Aktivität von morgens bis abends, Versammlungen der Rüstungsarbeiter, Kontakte mit den revolutionären Obleuten, Besprechungen mit der Spartakusgruppe. Die Polizei ist immer noch hinter ihm her. Der Kaiser regierte ja immer noch bis zum 9. November. Und es gab schon wieder einen neuen Haftbefehl, den hätten sie bald wieder eingesperrt. Dann kam aber am 3. November der Matrosenaufstand von Kiel, der das ganze Blatt gewendet hat, am 9. November Revolution in Berlin. An diesem Tag zieht Liebknecht an der Spitze eines gewaltigen Demonstrationszuges die Allee unter den Linden lang bis zum Kaiserlichen Schloss und hält dort seine Ansprache, aus der ich einige Zeilen vorlesen darf. Na, hier in Kassel kennt ja jedermann die Scheidemannschen Ansprachen, die aber gar nicht so gelaufen sind, wie man in den Büchern immer steht, weil es eine nachgemachte Sprache war von Liebknecht. Also das ist auch nachher nochmal aufgezeichnet worden. Von Liebknechts Ansprache gibt es wohl keinen stenografischen Bericht und auch keine Tonaufnahme, wie ich überhaupt keine Tonaufnahme von Liebknecht irgendwie mal gehört habe. Womöglich gibt es die, ich kenne sie aber nicht. Was sagt er auf dem Balkon des Schlosses von Berlin? Sodann wandte sich Liebknecht wieder an die Menge und sagte, der Tag der Revolution ist gekommen. Das ist ein Bericht jetzt aus der Vossischen Zeitung vom Folgetag, vom 10. November. Wir haben den Frieden erzwungen, der Friede ist an diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Wir grüßen unsere russischen Brüder. Liebknecht wies dann auf das Hauptportal des Schlosses und rief mit erhobener Stimme, durch dieses Tor wird die neue sozialistische Freiheit der Arbeiter und Soldaten einziehen. Wir wollen an der Stelle, wo die Kaiserstandarte wehte,
die an der Stelle, wo die Kaiserstandarte wehte, die rote Fahne der Freien Republik Deutschlands hissen. Wer von euch die Freie Sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwur. Alle Hände erheben sich und Rufe ertönen. Hoch die Republik. Es war da eine gewaltige Euphorie. Jeder meinte, jetzt sind alle Probleme gelöst. Deutschland ist nicht mehr im Krieg. Der Kaiser ist zurückgetreten. Es gibt eine neue Freie Republik. Am nächsten Tag gibt es dann das Treffen im Zirkus Busch von den Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Das dann gleich am 10. November, einen Tag später, Karl Liebknecht hält wieder eine große Rede mit einem ganz anderen Akzent. Er bremst die Euphorie und sagt, die Revolution, die ist noch gar nicht richtig gekommen, die muss weitergehen, wenn wir siegen wollen. Die ganzen alten Strukturen sind ja noch da. Der Militarismus in seinen Grundfesten, der Kapitalismus, die Ausbeutungsgesellschaft, auch wenn es keinen Kaiser mehr gibt, bleiben Kontinuitäten gegenüber früher. Er warnt also vor einer zu großen Euphorie und sagt, die Gegenrevolution ist schon am Werke. Ich muss Wasser in den Wein eurer Begeisterung schütten. Die Gegenrevolution ist bereits auf dem Marsche, sie ist bereits in Aktion. Rufe! Wo denn? Die meisten Leute in diesem Zirkus Busch waren Soldaten, das waren gar keine Arbeiter. Die wurden in den Abt kommandiert, auch ganz viele Offiziere und Unteroffiziere, die dann dauernd diese Zwischenrufe machen. Rufe wo denn? Sie ist bereits hier unter uns. Wer hat zu ihnen gesprochen? Waren das Freunde der Revolution? Rufe nein. Lebhafte Gegenrufe ja. Lesen Sie, was nach dem Willen des Reichskanzlers Ebert Ruf, ohne den wären sie doch gar nicht da, der vorwärts geschrieben hat. Das war eine Verleumdung der Revolution, die gestern geschlagen worden ist. Es drohen Gefahren für die Revolution von vielen Seiten. Zuruf von ihnen. Gefahren nicht nur aus den Kreisen, die bis dahin das Heft in der Hand gehabt haben, als Scharfmacher, Agrarier, Junker, Kapitalisten, Imperialisten, Monarchisten, Generäle, sondern auch von jenen, die heute mit der Revolution gehen und vorgestern noch Feinde der Revolution waren. Stürmische Unterbrechungen, Einigkeit, Einigkeit, Gegenrufe, nein, Rufe, abtreten. Seid vorsichtig in der Wahl der Männer, die ihr in die Regierung setzt, in der Wahl eurer Führer, die ihr vertrauensvoll in die Soldatenräte setzt. Also eine Warnung vor großer Euphorie. Die Revolution ist noch nicht am Ende. Die hat erst kaum angefangen. Und kaum hat sie angefangen, ist auch schon die Gegenrevolution da. In den kommenden Tagen bereitet Liebknecht dann mit anderen Leuten aus der Spartakusgruppe und aus den revolutionären Obleuten die Gründung einer neuen Partei vor, die Lage stabilisieren soll und die Revolution weitertreiben müsste. Das ist die Gründung der KPD, über die der Schorsch was erzählt. Ja, über die Gründung der KPD ist eigentlich nicht viel zu sagen, weil sie in einem Moment stattfindet, in dem eigentlich Karl Liebknecht schon isoliert ist. Wir haben so eine merkwürdige Gegenbewegung, nicht? Er ist populär in den Schützengräben. Er wird dann von Zehntausenden abgeholt am Anhalter Bahnhof, fährt dann im Auto durch die Stadt. Am nächsten Tag wird er empfangen da in der sowjetischen Botschaft inzwischen und da geht es auch hoch die Tassen. Also natürlich Jakob, die dabei war, war eher angewidert, weil sie sagte, das ist ja noch die Pokale, aus denen getrunken wird, sind ja noch aus dem Inventar der zaristischen Regierung und alle klopfen dem Karl Liebknecht auf die Schultern und sagen ja und nehmen an, er macht jetzt die Revolution. Und man erinnert sich ja auch, dass Lenin gesagt hat, über ein kurzes wird unser Genosse Karl Liebknecht die Revolution ausrufen in Deutschland. Und eigentlich hat man dann den Eindruck im Nachhinein, dass wenn Karl Liebknecht auch in dem sich bewegt, was man so eine Art Filterblase heute nennen würde, nicht? Wo er ist, bewegt sind Tausende um ihn herum. Und diese Tausende sind nicht die Mehrheit. Sind wir dieselben Tausende, die mit ihm unterwegs
sind und zugleich auf dem flachen Land breit die Mehrheit der Arbeiterbewegung steht hinter Ebert. Also wir kommen aus Marburg, auch da hatten wir einen Arbeiter- und Soldatenrat. Und der hat dann, als die Truppen vom Westen kamen, Marburg einmarschiert, eine Ehrenpforte gebaut, um die im Feld unbesiegten Krieger zu ehren. Nicht? Also es sind zwei Wirklichkeiten und Liebknecht lebt in der einen Wirklichkeit. Und die Gründung der KPD ist aus der Sicht von Rosa Luxemburg eigentlich verfrüht erfolgt. Sie wäre eigentlich der Ansicht gewesen, dass man eben so lange wie möglich noch bei der USPD bleibt und dann von hinten heraus wirkt. Sie dachte in langen Rhythmen, sie wusste, die Revolution ist jetzt erst einmal geschlagen und jetzt müssen wir innerhalb dieser Tatsachen dann weiterarbeiten, uns auch an der Gründung der an der Wahl zur Nationalversammlung beteiligen, obwohl wir keine Erfolgsaussichten haben, einfach um den Wahlkampf zu nutzen, aber die Stimmung auf diesem Parteitag auch beherrscht mit von jung politisierten ehemaligen Soldaten ist dagegen und Rosa Luxemburg ist skeptisch. Liebknecht, der eher wohl aufgrund seiner ungeheuren Popularität dann auch mal bereit ist, sich mitreißen zu lassen, stimmt der Gründung der Partei dann auch letzten Endes zu. Aber man hat den Eindruck, dass die Ereignisse jetzt über ihn hinweggehen, passieren dauernd Dinge, die nicht vorhergesehen sind. Der Polizeipräsident Eichhorn, der am linken USPD-Flügel ist, wird abgesetzt und spontane Bewegungen dagegen, die dann auch wieder so mit sich beschäftigt sind, dass sie der Ansicht sind, die haben die Kraft genug, die Regierung zu stürzen, aber lang, schon längst hat Noske die Gegenrevolution organisiert. Man muss auch sehen, dass alle so auch verehrliche Gestalten wie Kurt Tucholsky gegen Liebknecht gewesen sind, also die ganze liberale Öffentlichkeit, die linksliberale Öffentlichkeit findet, dass er ein Fanatiker ist, dass er wohl auch nicht mehr ganz hell im Kopf ist, weil er so lange im Zuchthaus gesessen hat. Insbesondere Tucholsky hat ganz üble Gedichte geschrieben, wo er sagt, naja, das ist die Hefe des Volkes, die halben Verbrecher, merkwürdige Leute laufen auf der Straße herum und der Liebknecht kapiert das überhaupt nicht, an welcher Spitze er da marschiert, also ganz üble Dinge werden da über ihn verbreitet. Und dann nach der Niederschlagung des angeblichen Spartakusaufstandes, wo er ja auch formell noch mitgestimmt hat, einen Revolutionsausschuss angehört hat, der aber keine Macht hat, aber dem dieses ganze Geschehen dann zugeschrieben wird, sind er, Rosa Luxemburg, nur noch auf der Flucht und er ist überhaupt nicht mehr handlungsfähig, sodass man eigentlich sagen kann, dass seine Handlungsmöglichkeiten nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus eigentlich schon seit dem 23. Oktober letzten Endes keine führenden, sondern nur noch reaktive gewesen sind, sodass er jetzt nicht mehr die Ereignisse gestalten kann, sondern eigentlich schon Opfer der Ereignisse ist. Ein sozialdemokratischer Historiker, guter Mann, ein rechter Sozialdemokrat, Arthur Rosenberg, hat ihm Rosa Luxemburg vorgeworfen, dass sie überhaupt in Berlin geblieben sind, wo schon nach ihnen gefahndet ist. Das hätten eigentlich abhauen müssen und weg und aus dem Hintergrund dann versuchen wieder aufzutauchen. Aber auch die rechtssozialdemokratische Presse hat dann immer auch erzählt, ja, wo stecken denn die Knechten, wo sind versteckt und da fallen. Und da wurden ja schon viele Arbeiter umgebracht auf den Straßen, Proletarier in einer Reihe. Liebknecht, Luxemburg sind nicht dabei. Eine ungeheure Hetze, die dann auch auf den Straßen sichtbar gemacht wird durch Plakate. Hier ein Plakat: Arbeiter, Bürger, das Vaterland ist dem Untergang nahe, rettet es. Es wird nicht bedroht von außen, sondern von innen. Von der Spartakusgruppe. Schlagt ihre Führer tot, tötet Liebknecht, dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Und dieses Gedicht der Proletarier in einer Reihe, Liebknecht, Luxemburg sind nicht dabei, das ist im sozialdemokratischen Vorwärts erschienen. So war die Lage und so war auch die Lage von Karl Liebknecht. Und das Ende ist dann dieses Foto, also eine Kopie einer Zeichnung von Käthe Kollwitz, die den ermordeten Liebknecht im Leichtschauhaus zeigt. Nur noch eine
einige Sätze zum Schluss. Berlin ist seit Anfang Dezember 18 völlig anders geworden, weil jetzt die ganzen Soldaten einmarschiert sind. Am 10. Dezember empfängt sie Friedrich Ebert am Brandenburger Tor. Mit klingendem Spiel gehen jetzt Zehntausende von Soldaten in die Stadt, gehen dann gleich auf ihre Kasernen, dislozieren sich im ganzen Stadtgebiet. Polizei ebenso. Und Karl Liebknecht operiert immer noch bei den Demonstrationen, die es ja gleichzeitig gab. Er eilt mit seinem Auto von Demonstration zu Demonstration, meint überall revolutionären Aufbruch zu sehen und sieht nicht, dass am Rande von Berlin schon längst die Gegenrevolution dabei ist, Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Auf einmal sind in Berlin diese ganzen Plakate zu sehen, in roter Farbe, mit roter Farbe zu lesen, tötet Liebknecht, tötet ihre Führer. Aktiv geworden war die antibolschewistische Liga mit dem Chef von einem, mit dem Namen Dr. Eduard Stadler. Das war der Mann, der das Geld eingesammelt hat, auch von den Rüstungskonzernen, das in der ganzen Stadt jetzt plakatiert werden konnte und auch Bürgerwehren bezahlt wurden. Es gab auch Kopfgelder, die auf Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ausgesetzt waren. Und auf der Liste der Geldgeber, also dieser Dr. Eduard Stadler, der hat in den 30er Jahren seine Memoiren geschrieben, in der Nazizeit, als Antibolschewist 1918-19, in Düsseldorf 1935 veröffentlicht. Da stehen die ganzen Namen der Rüstungskonzerne drauf, die Karl Liebknecht vor 1914 als die Hauptverantwortlichen für den Krieg markiert hatte. Da kommen die alle wieder als Treiber der Gegenrevolution. Aus Bremen kam das Angebot an Liebknecht und Luxemburg, dort überzusiedeln, da seien sie sicherer. Sie wollten beide nicht, die sagen, wir gehören nach Berlin, dort ist die Revolution. Wenn sie siegt, sind wir dabei. Wenn sie eine Niederlage hat, dann sind wir auch mit bei den Opfern. Sie konnten gar nicht mehr an einem festen Wohnsitz übernachten, eilten schon seit Dezember, also schon lange vor den Januarkämpfen, im Dezember schon von Hotel zu Hotel, von Privatwohnung zu Privatwohnung, konnten aber nirgendwo unterkommen, mussten sich verkleiden, mussten sich verstecken, weil überall, wo sie auf die Straße gehen, sofort diese ganzen Mordplakate hingen. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden dann, wie wir wissen, am 15. Januar in der Wohnung der Familie Markusson, Mannheimer Straße 43, in Wilmersdorf aufgespürt und von der dortigen Bürgerwehr verhaftet. Am Abend wurden sie noch verschleppt in das Eden-Hotel Kurfürstendamm. Das war das Stabsquartier der vom Hauptmann Waldemar Papst befehligten Garde-Kavallerie-Schützendivision. Das war die Kerntruppe der Gegenrevolution, die hat dort residiert. Am selben Abend wurden sie schwer misshandelt und dann ermordet. Politischer Oberbefehl lag bei Gustav Noske. Der war seit Ende Dezember 18 Mitglied des Rats der Volksbeauftragten und Beauftragte für Wehrfragen. Und seit dem 6. Januar 1919 Oberbefehlshaber über die Truppenverbände und Reichskorps in ganz Berlin. Hauptmann Papst hielt engen Kontakt mit Noske, wie man seinem Tagebuch entnehmen kann, wie es der Gietinger hier auch schon öfter dargestellt hat. Am 15. Januar erschien der letzte Artikel von Karl Liebknecht in der Roten Fahne. Der war am Vortag geschrieben mit dem bekannten Leitmotiv, das man über sein ganzes Leben stellen kann, trotz alledem. Die letzten Zeilen. Spartakus niedergerungen. O Gemach, wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen, und wenn sie uns in Bande schlagen, wir sind da und wir bleiben da, und der Sieg wird unser sein. Noch ist der Golgatha-Weg der deutschen Arbeiterklasse nicht beendet, aber der Tag der Erlösung naht, der Tag des Gerichts.
Himmelhoch schlagen die Wogen der Ereignisse. Wir sind es gewohnt, vom Gipfel in die Tiefe geschleudert zu werden. Aber unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum Ziel. Ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen, trotz alledem.